Es gibt wenige Daten aus der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, auf die wir uneingeschränkt stolz sein können. Zu ihnen zählt neben dem 9. November 1989 der 17. Juni 1953. An diesem Tag weitete sich ein Berliner Arbeiterstreik zu einem regelrechten Volksaufstand in der gesamten DDR aus. Wir stehen hier an einem der zentralen Orte des Geschehens, Haus der Ministerien der DDR an der Leipziger Straße. Über 1 Million Menschen in der gesamten DDR gingen damals auf die Straße und forderten freie Wahlen und ein geeintes Deutschland. Auch wenn das SED-Regime den Aufstand mit Hilfe sowjetischer Panzer brutal niederschlug und über 50 Menschen niederkartätschte oder hinrichtete, war spätestens dann klar, dass die SED das Land gegen den Willen des eigenen Volkes regierte. Der Sozialismus hatte sein wahres, menschenverachtendes Gesicht gezeigt. Und obwohl der Volksaufstand nicht erfolgreich war, verankerte er im Bewusstsein aller Deutschen die Hoffnung, die DDR-Diktatur und die deutsche Teilung eines Tages überwinden zu können. Noch 36 Jahre später, am 31. August 1989, fragte Erich Mielke seine Generäle: Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht? Und es war in der Tat so. Das Trauma des 17. Juli holte die kommunistischen Machthaber im Herbst 1989 ein, als die Forderungen nach Freiheit und Einheit nicht länger unterdrückt werden konnten. Im Zuge der deutschen Einheit wurde schließlich der 3. Oktober als nationaler Feiertag nach Aktenlage, wie es damals so schön hieß, eingeführt. Und der 17. Juni, der bis dahin Feiertag in Westdeutschland war, geriet zunehmend in Vergessenheit. Dabei war der 17. Juni 1953 ein bedeutender Meilenstein bei der Überwindung des Sozialismus. Die Erinnerung daran darf niemals in Vergessenheit geraten. Da sind wir den Opfern der kommunistischen Diktatur, aber auch uns selbst und den Nachgeborenen schuldig. Mit unserer Konferenz aus Anlass des 70. Jahrestages wollen wir einen Beitrag leisten, um den 17. Juni wieder stärker im nationalen Bewusstsein zu verankern. Denn ohne eine lebendige Erinnerung an den 17. Juni 1953 bleibt unser nationales Erbe unvollständig. Aber immer wenn ich solche Bilder sehe aus der damaligen Zeit, sei es 1953, sei es 1989, habe ich Gänsehaut. 1953 war ich nicht live dabei, aber 1989 quasi in gewisser Weise schon als ehemalige Ostdeutsche. Und das ist schon eine bewegende Zeit gewesen, vor allen Dingen, wenn man als Zeitzeuge dabei war. Ja. An dieser Stelle herzlich willkommen hier bei uns im Berliner Abgeordnetenhaus. Es ist mir eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Veranstaltung hier begrüßen zu dürfen. Vor allen Dingen, dass Sie heute auch hergekommen sind, gerade bei dem schönen Wetter, bei der Hitze, die uns ja auch ein bisschen zu schaffen macht. Aber Sie haben ja schon gesehen, wir haben kühle Getränke und jeder kann sich hier auch bei uns erfrischen. Unsere heutige Veranstaltung steht ja unter dem Motto: Wir wollen freie Menschen sein. Anlass ist der 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR. Eine besondere Freude und Ehre ist es mir, Vertreter und Vertreterinnen der Vereinigung 17. Juni 1953 begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Karl Wolfgang Holzapfel und Frau Tatjana Holzapfel und Herrn Dirk Jungnickel. Herzlich willkommen. Weiter ist es mir eine große Freude und Ehre, den Bürgerrechtler Jörg Drieselmann willkommen zu heißen. Schön, dass Sie uns heute beehren. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass Dr. Jörg Kirschner heute hier ist. Der hat sich jahrelang für die Gedenkstätte in Hohenschönhausen engagiert und wird heute auch hier eine aktive Rolle spielen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Und ich freue mich auch, dass Herr Bodo Walter heute bei uns ist. Wo sitzt er? Da ist er. Entschuldigung, jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Herzlich willkommen. Herr Walter ist auch aktiv, das SED-Unrecht aufzuarbeiten und war am Aufbau der Rehabilitierungsbehörde Leipzig aktiv beteiligt. Dann möchte ich als Vertreter des Bundestages und unserer Bundestagsfraktion herzlich Dr. Marc Jongen begrüßen. Verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, zum 17. Juni 1953 möchte ich auch ein paar persönliche Anmerkungen machen. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich als klassisches Arbeiterkind in der DDR aufgewachsen. Allerdings habe ich über die Ereignisse des 17. Juni immer viel Schweigen erlebt. Der Volksaufstand damals lebte im Bewusstsein der Menschen fort, aber man sprach nur hinter vorgehaltener Hand darüber. Der damals forcierte Aufbau des Sozialismus, die Verschärfung des sogenannten Klassenkampfes, die Ausbreitung der Stasi und die politischen Repressionen zeigten letztlich Wirkung. Die DDR wurde zu einem Staat, in dem man am liebsten nur noch flüsterte. Deshalb gehört es heute zu meinen politischen Zielen, nicht zu flüstern, sondern laut zu sein und dem Zwang zum Flüstern ein Ende zu setzen. Und die AfD ist deshalb laut, weil wir genau dieses Flüstern endlich satt haben. Am 17. Juni 1953 wurde deutlich, der Aufbau des Sozialismus, dieses Sozialismus wurde von vielen Menschen abgelehnt. Die SED-Diktatur war nur noch mit Hilfe sowjetischer Panzer aufrechtzuerhalten. Über die Vorkommnisse des 17. Juni erfuhr ich aus dem Westfernsehen. Ich hatte das Glück, nicht im sogenannten Tal der Ahnungslosen, so wie man die Region um Dresden ja damals bezeichnete, nicht dort zu leben, sondern woanders. Durch diese Fernsehbilder des Westens hatten Panzer für mich als Kind einen sehr furchteinflößenden Charakter. In den 70er Jahren sind russische Panzer und Militärfahrzeuge auf dem Weg zu Manövern auch durch meine Stadt gefahren, durch meine Heimatstadt. Wir wohnten damals in der Nähe einer russischen Kaserne. Diese Machtdemonstration war für mich als kleines Mädchen immer beängstigend. Und noch heute hängt mir dieser ölig, schmierige, rauchige Geruch dieser Panzer in der Nase. Diese Kindheitserlebnisse haben aber auch dazu beigetragen, dass ich in den späten 80er Jahren nach Alternativen für mich gesucht habe. Und ich habe mich deshalb auch neben der obligatorischen Jugendweihe konfirmieren lassen. In der jungen Gemeinde der evangelischen Kirche konnte man damals anders, freier sprechen als in der Schule. Ich würde mir wünschen, dass die evangelische Kirche heute auch wieder so eine Rolle spielen würde und nicht die, die sie heute spielt. Liebe Gäste, dass Bürger frei denken und sprechen dürfen, wählen und selbstbestimmt leben können, frei wirtschaften können, frei in der Gestaltung ihres Miteinanders sind für mich heute die grundlegenden Antriebe meines politischen Handelns. Der Blick in die Geschichte stärkt meinen politischen Kompass und deshalb sage ich immer wieder, nie wieder Totalitarismus, nie wieder Sozialismus, meine Damen und Herren. Unsere heutige Bundesrepublik ist keine DDR 2.0. Wer so etwas behauptet, zeigt geschichtliche Unkenntnis. Wir erleben aber eine politische Entwicklung, die uns allen zu denken gibt. Der von uns geschätzte Dr. Hubertus Knabe verwies jüngst auf die schleichende Wiederbelebung des politischen Voluntarismus der SED. Mit Voluntarismus meint Knabe eine Politik, deren Ziele völlig unrealistisch sind, die sich nicht an der Machbarkeit ihrer politischen Vorhaben orientiert. Also eine Politik ohne Sinn und Verstand. Und wenn wir uns die Ampel angucken, speziell Herrn Habeck mit seinem Heizungsplan, genau das ist Politik ohne Sinn und Verstand.
Machbarkeit und Bürgerwille zählen wenig, wenn es heute darum geht, ein ideologisches Ziel durchzusetzen. Diese Rücksichtslosigkeit, der Rigorismus von staatlichen Maßnahmen, sei es in der Corona- oder in der Klimapolitik, fordert uns als Verfechter von Freiheit und Bürgerrechten immer wieder aufs Neue heraus. Meine Damen und Herren, es gibt aber Grund zur Hoffnung. Die Menschen wollen eine zweite politische Wende in Deutschland. In aktuellen Umfragen steht die AfD bei 19%. In den neuen Ländern werden wir bei über 30% gehandelt. Das heißt, die Menschen wollen zurück zur Freiheit. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich wünsche uns allen heute eine interessante und vor allem erkenntnisreiche Veranstaltung und freue mich auf spannende Diskussionen. Vielen Dank. Liebe Frau Brinker, liebe Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus, liebe Gäste, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, und es ist mir eine große Ehre, als Vertreter der AfD-Bundestagsfraktion diese Konferenz aus Anlass des 70. Jahrestages des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 in der DDR hier mit eröffnen zu dürfen. Zu Recht steht sie unter dem Leitspruch, wir wollen freie Menschen sein. Nach der Diktatur des Nationalsozialismus sahen sich die Deutschen in der DDR erneut einem Staatsgebilde gegenüber, das totalitär ihr Leben zu bestimmen versuchte. Die Demonstranten, die am 17. Juni dagegen mutig in der ganzen DDR auf die Straße gingen, haben ihr Leben für Freiheit und Selbstbestimmung riskiert und einige haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Sie forderten die Senkung von Arbeitsnormen, die Freilassung politischer Häftlinge, den Rücktritt der SED-Regierung, freie Wahlen und die Einheit Deutschlands. Der Volksaufstand des 17. Juni war die erste Massenerhebung im Machtbereich der Sowjetunion nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Ihr folgten weitere Erhebungen und Aufstände in den Staaten des sogenannten Ostblocks, die am Ende, wie wir wissen, erfolgreich waren. 1989 brach die kommunistische Gewaltherrschaft unter Führung der Sowjetunion in sich zusammen. Der Tag des Volksaufstandes, der in der Bundesrepublik ab dem 17. Juni 1954 im Rahmen eines Staatsfeiertags als Tag der deutschen Einheit gefeiert wurde, gehört zu den großen identitätsstiftenden Momenten der deutschen Geschichte. Aus diesem Grund hat die AfD-Bundestagsfraktion eine Reihe von parlamentarischen Initiativen auf den Weg gebracht, die sich direkt oder indirekt auf diesen Tag beziehen. Darunter der Antrag Standortentscheidung für ein Denkmal zur Ehre des demokratischen Widerstandes und Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in Deutschland. Dass es dieses Denkmal immer noch gibt, ist nicht akzeptabel. Unser Antrag fordert deshalb durch eine finale Standortentscheidung den Weg für eine Ausschreibung und damit für den Bau dieses Mahnmals endlich freizumachen. Die AfD tritt zusammen mit anderen Akteuren für einen Standortbeschluss zugunsten des Spreebogenparks am Rande des Regierungsviertels ein. Auf diesen Standort, wie man hört, haben sich die Regierungsparteien jetzt inzwischen geeinigt, wirklich weitergegangen im Sinne des tatsächlichen Baus, der Grundsteinlegung ist aber noch nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als AfD-Fraktion hier weiter dranbleiben und weiter Druck machen. In weiteren Anträgen fordern wir, die Rekonstruktion zerrissener Stasi-Unterlagen umgehend in Angriff zu nehmen, die Parteizugehörigkeit und Funktionärstätigkeit späterer Bundestagsabgeordneter in der SED-Diktatur wissenschaftlich zu untersuchen. Ja. Da sind Sie dann plötzlich immer ganz kleinlaut und wollen nichts davon wissen, von dieser Art der Vergangenheitsuntersuchung. Und schließlich den 70. Jahrestag des Volksaufstandes als nationalen Gedenktag würdig zu begehen und es hier nicht bei den üblichen Routinen zu belassen, wie es jetzt leider doch der Fall zu sein scheint. Darüber hinaus fordern wir eine Änderung des strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes, das heißt die Anpassung der besonderen monatlichen Zuwendung für Personen, die zu Unrecht in der DDR in Haft waren, an die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten. Wir denken, das ist das Mindeste, was man für diese Personen tun kann. Und tun muss. Unsere Initiativen zeigen auf,
dass der 17. Juni in einer historischen Kontinuität mit bedeutsamen geschichtlichen Wegmarken wie dem Wartburgfest 1817, dem Hamburger Fest 1832 oder der Frankfurter Nationalversammlung 1848 steht. Dass die Bedeutung dieses Tages als nationaler Gedenktag seit der Wiener Vereinigung Deutschlands zunehmend verblasst, liegt nicht nur daran, dass er seinen Status als Nationalfeiertag verloren hat. An die Stelle des 17. Juni als Tag der Deutschen Einheit ist unter demselben Titel der 3. Oktober getreten. Jener Tag also, an dem die deutsche Einheit vollzogen wurde, wie es im Amtsdeutsch heißt. Das klingt administrativ und ist in gewisser Weise auch Programm. Nationale Besinnung, auch mit emotionaler Emphase, das scheint im wiedervereinigten Deutschland verpönt, außer man erinnert an deutsche Schuld und Sühne. Wir setzen uns dafür ein, dass der 17. Juni im kollektiven Gedächtnis der Deutschen lebendig bleibt. Die Freiheit, für die die Deutschen in der DDR eingestanden sind, ist auch heute, wenn auch auf deutlich verdecktere Weise, bedroht. Spürbar wird das zum Beispiel in der immer weiteren Voranschreitung der Ideologisierung aller Lebensbereiche. Die woke Linke tritt in ihrem Bestreben, angebliche Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht oder Herkunft überwinden zu wollen, zunehmend totalitär auf. Munitioniert mit Steuergeldern, die die amtierende Bundesregierung immer reichlicher fließen lässt, und den Hervorbringungen der Agenda-Wissenschaften von der Gender-Theorie bis hin zur postkolonialen Theorie, wird den Deutschen eingeimpft, sie seien strukturell rassistisch, und um diesen Rassismus zu überwinden, sollen alle Lebensbereiche nun diverser werden. Bedroht werden unsere Freiheitsrechte aber auch durch eine Krisenpolitik in Permanenz. Die setzte ein bei der Eurokrise ab dem Jahr 2010. Darauf folgte die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, die Corona-Krise 2021 und jetzt immer stärker auch die angebliche Klimakrise. Alles verbunden mit neuen Einschränkungen, Regulierungen, Eingriffen, Verboten etc. Diejenigen, die dagegen Protest einlegen, darunter an vorderster Stelle wir, die AfD, sehen sich heute in eine Rolle gedrängt, die der einstigen Republikfeinde in der DDR zwar nicht entspricht, aber schon bedrohlich nahe kommt. Und diese Entwicklung müssen wir aufhalten, liebe Freunde, denn das ist ganz gefährlich. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, dass wir hier und heute an den Freiheitswillen hinter dem Volksaufstand 1953 erinnern, an die Leidenschaft, mit der die nationale Einheit und Selbstbestimmung eingefordert wurden. Die Fraktion der AfD, ich glaube, die Fraktionen, darf ich sagen, wollen und werden die Flamme dieses Freiheitswillens weitertragen und treten entschlossen totalitären Bestrebungen entgegen, mögen sie sich auch hinter noch so hehren Motiven verstecken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche uns eine anregende und informative Konferenz, darf aber zunächst noch das Wort an Martin Trefzer übergeben. Meine Damen und Herren, liebe Teilnehmer, Referenten und Gäste unserer Konferenz, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie trotz des schönen Wetters hier so zahlreich erschienen sind. Ich bin erinnerungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Es wurde gerade erwähnt und ich darf Sie heute Nachmittag, wie schon bei der Konferenz zum 60. Jahrestag des Mauerbaus und zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, durch den heutigen Nachmittag als Moderator begleiten. Nachdem wir diese Konferenz seit etlichen Wochen und Monaten vorbereitet haben, freue ich mich, dass es jetzt endlich losgeht. Denn uns erwarten tolle Referate und spannende Diskussionen. Christine hat Sie ja schon alle begrüßt. Ich will das hier nicht wiederholen, aber auch ich möchte auch meine Freude und meine Genugtuung zum Ausdruck bringen, dass so viele ehemalige politische Verfolgte und Inhaftierte hier heute unter uns sind. Ganz herzlich willkommen an Sie. Nicht zuletzt Sie sind es, die uns zu dieser Veranstaltung motiviert haben und deren Leistungen wir auch mit unserer heutigen Veranstaltung würdigen wollen. Wir freuen uns und sind dankbar, dass Sie heute unter uns sind.
Lassen Sie mich, bevor es losgeht, noch ein paar einleitende Bemerkungen zu unserem heutigen Thema machen. Der Volksaufstand vom Juni 1953 war die erste Erhebung im kommunistischen Machtbereich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Herr Jungen hatte es erwähnt. Nachdem viele Jahre der Fokus des Interesses auf Berlin und in großen Städten lag, hat die Forschung gerade der vergangenen Jahre vor Augen geführt, wie breit die Erhebung die gesamte Bevölkerung der DDR erfasste, auch und gerade in ländlichen Regionen, in Dörfern und Kleinstädten. Der Aufstand hat nach der bitteren Erfahrung des Nationalsozialismus gezeigt, dass die Deutschen sich durchaus einem totalitären System widersetzen können und dass sie sich des Wertes der Freiheit vollauf bewusst sind. Die SED-Diktatur brach unter dem Proteststurm des Volkes in der gesamten Breite wie ein Kartenhaus zusammen und ist nur durch sowjetische Panzer gerettet worden. Dabei wurde auch noch dem letzten Gutgläubigen vor Augen geführt, was die DDR war, nämlich eine menschenverachtende Diktatur und ein Unrechtsstaat. Von da an war jedem halbwegs Vernünftigen klar, dieser Staat war gegen das eigene Volk gerichtet. Und an diesem Verdikt konnten die DDR-Oberen auch bis 1989 nichts Wesentliches mehr ändern. Insofern wies der 17. Juni bereits auf den November 1989 voraus. Und in der Tat wurde aus der Perspektive von 1989 schlagartig klar, dass die Ereignisse vom 12. bis 21. Juni 1953, wenn nicht ein Vorläufer, so doch ein erster Anlauf zu einer friedlichen Revolution gewesen waren. Plötzlich erschien 1953 als erster mutiger Versuch, die Diktatur aus den Angeln zu heben. Und im Jahre 1989 konnte schließlich erstritten werden, was 1953 noch misslang: Freiheit und nationale Selbstbestimmung für alle Deutschen. So gehören 1953 und 1989 zusammen. Sie gehören in Deutschland zusammen, wie die Aufstände 1956 in Ungarn, 1968 in der Tschechoslowakei und 1980/81 in Polen mit den jeweiligen Revolutionen 1989 zusammengehören. Denn der 17. Juni 1953 war genauso wie die Aufstände 1956, 1968, 1980, 1981 ein bedeutender Meilenstein für die Überwindung des Sozialismus und den Weg zur Freiheit Europas. Allerdings fällt ins Auge, dass der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 im nationalen Geschichtsbewusstsein der Deutschen heute fast keine Rolle mehr spielt. Und zwar im Gegensatz zum ungarischen Volksaufstand 1956, im Gegensatz zum Prager Frühling 1968 oder der Solidarność-Bewegung von 1980/81, die im nationalen Geschichtsbewusstsein ihrer jeweiligen Nationen eine herausragende Rolle spielt. In Ungarn, der Tschechischen Republik und in Polen gelten diese Aufstände als die jeweils wichtigsten Ereignisse der Nachkriegsgeschichte. An dem Stigma der gescheiterten Revolutionen kann die Geringschätzung des 17. Juni in Deutschland nicht liegen, denn die anderen Aufstände waren ebenfalls nicht von Erfolg gewesen. In allen Fällen setzte sich der sowjetische Hegemon zunächst durch. So muss die mangelhafte Präsenz des 17. Juni nicht zuletzt mit den Spezifika des deutschen Geschichtsbewusstseins zusammenhängen. Die jahrzehntelange Diskreditierung des Aufstandes durch das SED-Regime als faschistische Konterrevolution, Christine hat es auch erwähnt, blieb auch im Westen nicht ohne Wirkung. Und gerade die Sympathien auf der linken Seite des politischen Spektrums in der Bundesrepublik schmolzen im Laufe der Zeit immer mehr dahin und verkehrten sich sogar ins Gegenteil. Sicherlich spielte dabei auch der Irrglaube vieler Linker eine Rolle, die deutsche Teilung sei die gerechte Strafe für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Dabei geflissentlich außer Acht lassend, dass vor allem die Bürger der DDR die Zeche für die Teilung zahlen mussten. Im Konzept des Wandels durch Annäherung war dann für den 17. Juni in Zeiten der Entspannungspolitik kein Platz mehr. Und die marxistischen Theoretiker der 68er-Bewegung konnten mit dem antikommunistischen Aufstand ohnehin nichts anfangen. Am Ende galt der 17. Juli vielen bis in die Reihen von CDU und FDP hinein nur noch als Relikt des Kalten Krieges. Diese Geringschätzung wirkt unverkennbar bis heute fort. Begünstigt wurde dieser Eindruck zweifellos dadurch, dass der Aufstand weitgehend führungslos abgelaufen war und keine bekannten Gesichter hervorbrachte, die mit dem Juni 1953 verbunden werden könnten.
Dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen, denn historisch einprägsame Ereignisse sind in der Regel mit Namen von Persönlichkeiten verbunden, an die wir uns erinnern. Vom 17. Juni 1953 gibt es hingegen keine Namen, mit denen sich der Aufstand unauflösbar verband. Es gab keinen deutschen Lech Walesa, keinen deutschen Alexander Dubček oder Imre Nagy des Jahres 1953. Die Proteste waren spontan, weitgehend unorganisiert und sie waren eben zumeist führungslos. Und doch, daran möchte ich hier erinnern, gab es einzelne Persönlichkeiten, die stellvertretend für die Erhebung stehen und ohne die der Aufstand so nicht denkbar gewesen wäre. Ihrer müssen wir uns stärker erinnern, wenn der 17. Juni nicht in Vergessenheit geraten soll. Einer von ihnen war der 47-jährige Elektromonteur Paul Othmar, der später sogenannte Löwe von Bitterfeld. Er war es, der sich im elektrochemischen Kombinat in Bitterfeld ein Herz fasste und auf das Führerhaus eines LKW stieg, um zu einer Demonstration in die Innenstadt aufzurufen. 11.000 Demonstranten zogen daraufhin aus dem Kombinat Richtung Innenstadt. Ihnen schlossen sich immer mehr Arbeiter umliegender Betriebe an, sodass der Zug schließlich auf 30.000 Personen anschwoll. Die Streikenden zogen auch an der Comenius-Oberschule vorbei, wo der Lehrer Wilhelm Fiebelkorn die Szene beobachtete. Später berichtete er, Zitat, dann aber schob sich eine schwarze Wand wogend vorwärts. Die Arbeiter kamen. Vor Erregung schlug mein Herz bis zum Hals. Ich sah, dass all diese Menschen sich untergehakt hatten. An jeder zog und an jeder schob jeden. Vor der schwarzen Menschenmasse ging aber ein einzelner Mann, Paul Othmar. Als Paul Othmar sich schließlich auf dem zentralen Platz von Bitterfeld als erster Redner über eine Lautsprecheranlage an die Menge, die mittlerweile auf 50.000 bis 70.000 Personen angewachsen war, wandte, sagte er die denkwürdigen Worte, die ich hier zitieren möchte. Liebe Freunde, sagte er, wenn ich heute eure strahlenden Gesichter sehe, möchte ich euch am liebsten umarmen und an mein Herz drücken. Der Tag der Befreiung ist da, die Regierung ist weg, die Tyrannei hat ein Ende. Dieser Auftritt Paul Othmars, mit dem er die damalige Stimmung auf den Punkt brachte, sollte sein Leben bereits wenige Stunden später auf den Kopf stellen. Noch am Nachmittag erfuhren die Aufständischen, dass sowjetische Panzer auf Bitterfeld zurollten. Paul Othmar kehrte an diesem Abend nicht zu seiner Frau zurück, sondern versteckte sich, um nach Bayern fliehen zu können. Er wurde allerdings verraten und nach monatelangen Verhören im November 1953 wegen Boykotthetze als, Zitat, Feind unserer demokratischen Ordnung zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Da er seiner Überzeugung treu blieb und auf dem Standpunkt stand, nur seine Pflicht für sein Volk und sein Vaterland getan zu haben, galt er als unbelehrbar. Er wurde immer wieder von der Anstaltsleitung vorgeladen, um ihm eine vorzeitige Haftentlassung in Aussicht zu stellen, wenn er nur seine Schuld eingestehen würde. Aber er blieb standhaft und auf ein Gnadengesuch seiner Frau wurde noch im Sommer 1964 geantwortet, dass in seinem Fall die volle Strafverbüßung erforderlich wäre, da wie es hieß, der Umerziehungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Schließlich befiel die Staatsorgane kurze Zeit später die Angst, Paul Othmar könnte als Märtyrer in Haft versterben, nachdem er an einer Leberzirrhose erkrankt war. Und man verfiel auf die Lüge, das Erziehungsziel wäre als erreicht anzusehen, um ihn vom Westen freikaufen lassen zu können. Paul Othmar wurde schließlich nach Bitterfeld entlassen und starb 1969, ohne jemals zu erfahren, dass er freigekauft worden war. Das Schicksal Paul Othmars und vieler anderer mutiger Frauen und Männer des 17. Juni führt uns vor Augen, dass ein Leben in Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Ihre persönlichen Geschichten geben dem Aufstand ein Gesicht. Ihr Mut, ihre Standfestigkeit und ihr zum Teil verblüffendes Urteilsvermögen nötigen uns noch heute Respekt ab. Und sie sind uns ein Vorbild für unsere Zeit. Deshalb ist es nun auch an uns, ihr Schicksal dem Vergessen zu entreißen und zu einem positiven Bezugspunkt unserer Geschichte zu machen. Ganz in diesem Sinne werden wir am Ende unserer Veranstaltung dann auch einige Porträtbilder der Freiheitskämpfer des 17. Juni zeigen. Wir verneigen uns vor diesen Menschen, die im Juni vor 70 Jahren ihr Leben im Kampf um die Freiheit eingesetzt haben. Auch ihretwegen, um ihr Vermächtnis lebendig zu halten, haben wir diese Konferenz organisiert und sind hier heute zusammengekommen. Denn der 17. Juni
muss wieder ein Tag des mahnenden Gedenkens, ein Tag der Erinnerung an die mutigen Männer und Frauen des Juni 1953, aber auch ein Tag der Erinnerung an die fatalen Auswirkungen sozialistischer Politik werden. In diesem Sinne freue ich mich auf interessante Vorträge und eine spannende Diskussion. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich darf jetzt zu unserem ersten Referenten überleiten, Herrn Jörg Drieselmann. Ich freue mich sehr, Herr Drieselmann, dass wir Sie als Referenten gewinnen konnten. Sie sind seit mehr als 30 Jahren einer der führenden Protagonisten in der Szene der Aufarbeitung und geschichtlichen Vermittlung des SED-Unrechts. 1955 in Erfurt geboren, wollten Sie 1974 als 18-jähriger Lehrling mit einem Plakat auf die Getöteten an der innerdeutschen Grenze aufmerksam machen. Dafür wurden Sie zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Nach Ihrem Freikauf 1966 kamen Sie nach West-Berlin, wo Sie das Abitur nachholten und an der FU, ich glaube, Publizistik und Literatur studierten. Anschließend waren Sie Referent am Gesamtdeutschen Institut und auch in der Erwachsenenbildung tätig. Und seit 1992 waren Sie für 30 Jahre Geschäftsführer des Stasi-Museums in Lichtenberg und haben dort die Arbeit der Gedenkstätte seit 1990 mit aufgebaut und dann in den Jahrzehnten bis heute wesentlich geprägt. Sie sind ein ausgewiesener Experte der Geschichte der DDR und des Ostblocks, aber natürlich insbesondere der Staatssicherheit und der Geheimdienste. Lieber Herr Drieselmann, wir freuen uns sehr, Ihren Blick auf das Geschehen rund um den 17. Juni hier präsentiert zu bekommen. So, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Ich bin nicht gewöhnt, mit Mikro zu reden. Auch solche Säle fülle ich noch ohne Mikro. Das liegt daran, dass ich als junger Mann Fan eines vergleichsweise erfolgsarmen Fußballclubs gewesen bin, nämlich FC Rot-Weiß Erfurt. Und man geriet dann immer in die Versuchung, den Ball nun ins Tor zu schreien. Und aus dieser Zeit rührt meine Fähigkeit, auch große Säle ohne Mikro zu füllen. Aber Mikro ist gut, so klingt das nicht ganz so aufgeregt, wie es doch manchmal sein kann. Herr Trefzer war so freundlich, mich für den heutigen Nachmittag einzuladen. Und er wird sich sicher daran erinnern, ich habe kurz gezögert, denn man beschäftigt sich natürlich, wenn man in diesem Bereich der politischen Erwachsenenbildung tätig ist, mit der DDR-Geschichte, auch mit besonderen Teilen der DDR-Geschichte. Der 17. Juni war also für mich kein fremdes Thema, aber es wäre nicht mein Leib- und Magenthema gewesen. Aber wenn man sich beruflich mit dem Ministerium für Staatssicherheit in der DDR beschäftigt, kommt man nicht vorbei an einem Mann namens Wilhelm Zeisser, nämlich dem ersten Minister für Staatssicherheit. Und viel zu häufig begegnete mir die Behauptung, Wilhelm Zeisser habe seine Ämter und Funktionen in der DDR verloren, weil das Ministerium für Staatssicherheit in dieser Zeit des Volksaufstandes unter seiner Verantwortung versagt habe. Ich wusste von Anfang an, das ist eine Falschbehauptung. Das wird den tatsächlichen Geschehnissen des 53er Jahres nicht gerecht. Aber ich neige dann immer dazu, erstens die Dinge genauer zu betrachten und zweitens bin ich in der glücklichen Situation, in der Regel nicht unter kognitiver Dissonanz zu leiden. Das heißt, ich bin bereit, mich Erkenntnissen zu stellen, die unter Umständen vom gängigen Narrativ abweichen. Ich neige dazu, die Dinge zu sagen, wie ich sie sehe, unabhängig davon, ob es mehr oder weniger große Mehrheiten gibt, die das anders sehen. Ist so. Und weil ich Herrn Trefzer
als ausgewiesenen Experten der Erinnerungspolitik sehr schätze, habe ich ihm gesagt, okay, bisher ist meine Beschäftigung mit dem 17. Juni eher, ich sag mal, ein Hobby gewesen. Jetzt nehme ich es ernst und ich beschäftige mich mal wirklich damit. War nicht viel Zeit, aber trotzdem war das Ergebnis so, dass ich vorgestern Abend mit einem 20-Seiten-Manuskript nach Hause gegangen bin, was streng gestrafft meine Erkenntnisse zusammenfasste. Und meine Frau hat geschimpft und hat gesagt, bist du wahnsinnig? Kein Mensch kann dir folgen in diesen Verästelungen geschichtlicher Darstellung. Mach eine Skizze, bitte mach eine Skizze. Und weil ich dazu neige, auf meine Frau zu hören, habe ich... Ja. Sie kennen das, Frau von Storch, weil Sie applaudieren aus der... Sie kennen das aus manchem Betrieb, aus dem Arbeitsalltag, wo es dann heißt, ab morgen wird unser Chef eine Frau sein. Und die Arbeiter murren, dann ist es hier wie zu Hause. Okay, also... Also, ich werde Ihnen also eine Skizze abliefern zum Thema 17. Juni. Natürlich verbunden mit der Bitte, mir das grobe Bild dieser Skizze nachzusehen. Verbunden aber auch mit der Bitte, die Gelegenheiten, die sich bieten, einmal nachher in der Diskussionsrunde, zum zweiten in der Kaffeepause und sicherlich auch nach dem Ende der Veranstaltung, gerne zu mir zu kommen und zu sagen, stopp! Darüber möchte ich mehr wissen. Sie werden Ihre Frage bereuen. Okay, also stand für mich die Frage, wann eigentlich beginnt die Geschichte des 17. Juni? Ich habe verschiedene Antworten darauf gehabt, weil ja in der Geschichte immer alles mit allem zusammenhängt. Es ist eine Frage der Perspektive und weil ich sie heute Abend nicht überstrapazieren wollte, habe ich mich entschieden und habe gesagt, ein wesentlicher Punkt der Entwicklung hin zu diesen Tagen in der Mitte des Juni 1953 war die hier schon zitierte zweite Parteikonferenz im Juli 1952. Und die dort von Walter Ulbricht verkündeten Beschlüsse, insbesondere von ihm bezeichnet als der nunmehr beginnende planmäßige Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik. Das klingt für viele, die nicht dabei waren, vergleichsweise harmlos, aber weil diese Konferenz in 1952 stattfand, können wir die Ergebnisse zugegeben aus großer Entfernung, aber deshalb vielleicht umso genauer betrachten. Was vorher schon auf dem besten Wege war in eine gefügte totalitäre Diktatur, nahm mit dieser zweiten Parteikonferenz sehr deutliche Konturen an. Walter Ulbricht sprach von der Verschärfung des Klassenkampfes. Was bedeutet? Das wird gern hintangestellt. Tausende Selbstständige, wirtschaftlich Selbstständige verloren von jetzt auf gleich ihre Lebensmittelkarten. Das heißt, ihre Berechtigung, etwas zu essen zu kriegen auf normalem Wege. Das hat etwas davon, die Existenzberechtigung von Menschen in Frage zu stellen, sie quasi dem Hunger anheimzugeben, wegen ihrer, ich sag mal, Art des Broterwerbs. Das ist Klassenkampf. Mancher beschreibt das sonst anders, aber Klassenkampf ist in der Regel etwas Gesundheitsgefährdendes. Die Schrauben werden angezogen. Die Kollektivierung der Landwirtschaft wird wild vorangetrieben. So sehr, dass viele Bauern im Sommer, ich sag mal, streiken. Es wird sicherlich auch noch, die Situation wird verschärft durch eine nicht glückliche Ernte im 52er Jahr, als es dann ans Säen ging, säten viele Bauern Sand und behielten das Getreide, was eigentlich Saatgut sein sollte, für sich, nämlich sie brauchten was zum Essen. Die Verfolgung von Menschen, die sich dem Diktat der SED nicht beugen wollten, nahm weiter Fahrt auf. Es wurde reihenweise verhaftet. Es muss dabei allerdings im Hinterkopf behalten werden, dass diese Verkündigung Walter Ulbrichts, nämlich den Sozialismus jetzt rasant aufzubauen und
den Klassenkampf zu verschärfen, einer Weisung aus Moskau folgt. Dieser Kurs ist abgesprochen, was dazu führt, dass man zwei Sätze über die Verhältnisse in der Sowjetunion reden muss. In der Sowjetunion, gerade eine so große Partei wie die Kommunistische Partei der Sowjetunion, ist kein monolithischer Block. In dieser Partei, der KPDSU, gibt es damals zwei große Konglomerate von Menschen. Fraktionen kann man nicht sagen. Das sind Seilschaften, könnte man sagen, wird es auch nicht richtig. Jedenfalls Machtzentren. Eines, das von dem Chef der Leningrader Parteiorganisation Stanow schon viele Jahre vorher gebildet worden war. Stanow war 1948 gestorben, aber das änderte nichts daran. Es gab diesen Machtfaktor, zu dem auch insbesondere die Führung der Roten Armee gehörte. Und auf der anderen Seite eine Gruppierung, die häufig national geprägt war, um den damaligen Innenminister der Sowjetunion, der damit Chef des Gulag war, damit Chef des Staatssicherheitsdienstes war, Chef der inneren Militärverbände. Er war seit 1945 Chef des sowjetischen Atombombenprogramms, Lavrenti Pavlovich Beria. Beria war der zweite Mann nach Stalin, was die Machtfülle betrifft. Er war mächtig. Er hatte um sich Männer geschart, die er kannte. Und es ist witzig, wenn man im Nachhinein schaut, wie viele Menschen unter Beria zu Macht, und ich meine echter Macht in der Sowjetunion kamen, die mit ihm gemeinsam in Baku an der Technischen Hochschule studiert hatten. Immer wieder sind ehemaliger Kommilitone. Die Gruppierung um Stanow, das sind die Hardliner. Und die finden die Idee, jetzt den Sozialismus aufzubauen, gut. Beria und seine Leute, das sind diejenigen, die sehr früh, schon während des Zweiten Weltkrieges, dafür plädieren, mit Deutschland eine ruhigere Gangart zu gehen. Das waren die Gegner einer Teilung Deutschlands. Nicht, weil sie nette Menschen waren. In der sowjetischen Geschichte gibt es nur wenige, die so bösartig und blutig wie Beria waren. 1991 wurden in einem Gang der Berias Wohnhaus mit der Unterkunft seiner Leibwächterverband noch Skelette gefunden von Menschen, die möglicherweise Opfer von Folterungen in Berias Privathaus geworden waren. Beria nahm Arbeit mit nach Hause. Verstehen Sie? Das ist vollkommen irre. Wie viele Millionen Menschen Beria auf dem Gewissen hat? Ich heb die Schultern, ich weiß es nicht. Aber wenn Sie sich daran erinnern, dass der Befehl des Ministers des Inneren der Sowjetunion, natürlich, er war Volkskommissar für innere Angelegenheiten, um ganz korrekt zu sein. Von ihm stammt der Befehl, in der sowjetischen Besatzungszone Speziallager einzurichten und dort diejenigen zu internieren, von denen Widerstand gegen die Sowjetisierung dieses östlichen Teils von Deutschland erwartet wurde. Es ist Beria gewesen, der die Tischvorlage lieferte, die, nachdem sie beschlossen war, dazu führte, dass fast 27.000 polnische Offiziere, Soldaten und Intellektuelle bei Katyn ermordet worden sind. Das ist Berias Erfindung. Nur, dass wir uns darüber einig sind, über wen wir reden. Es gelingt Beria also 1952 noch nicht, sich gegen seine gegnerische Fraktion durchzusetzen, aber er nutzt seine Möglichkeiten bereits vorzubauen. Die Stimme aus Moskau, das ist anfänglich noch Stalin, und nach seinem Tod sind es die mächtigen Nachfolger Malenkov und Beria, die zur Mäßigung aufrufen. Und nachdem Ulbricht sich halsstarrig zeigt, wird ein Mann in die DDR geschickt, dessen Name Ihnen vielleicht geläufig ist, weil er später Botschafter der Sowjetunion in Bonn wird, Semjonow, der dort auch seine Memoiren geschrieben hat und dahingeschieden ist. Semjonow ist damals noch ein wesentlich jüngerer Mann als später, das ist eine triviale Feststellung.
Semjonow hatte unter Beria Karriere gemacht im Außenministerium der Sowjetunion. Sein Ziehvater Dekanossow war auch, bevor er ins Außenministerium kam, ein Mann der Staatssicherheit, ein Offizier der Staatssicherheit. Er war dort Leiter der Auslandsabteilung. Semjonow wird in die DDR geschickt, um dort dafür zu sorgen, dass dieser durchgeknallte Ulbricht zurückgepfiffen wird. Die Tatsache, dass Ulbricht sich nicht abbringen lässt, führt zu verrückten Verwerfungen. Ulbricht und seine Genossen waren bei den Begräbnisfeierlichkeiten für Stalin. Sie baten darum, durch den verstärkten Aufbau des Sozialismus in der DDR entstandenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch besondere Lieferungen aus der Sowjetunion auszugleichen. Malenkow hat ihm gesagt, vergiss es. Nichts wird es geben, nicht eine Lieferung. Man schreibt kurze Zeit später einen Bittbrief nach Moskau. Es wird ganz klar abgelehnt. Ulbricht dreht den Spieß um und geht in der SED vor gegen Funktionäre und SED-Mitglieder, die moskauhörig sind. Und zwar dem neuen Kurs von Malenkow und Beria folgen. Der bekannteste, der Opfer dieses Vorgehens wird, ist Franz Dahlem, ein ZK-Mitglied, ein Duzfreund von Beria. Und es kommt noch etwas hinzu, Beria fühlt seinen Stern sinken. Nach dem Tode Stalins stehen sich die Politbüromitglieder der KPdSU im Kreml gegenüber als scharfe Konkurrenten. Nur Malenkow und Beria verhalten sich halbwegs kollegial. Alle anderen bewachen sich gegenseitig und aus gutem Grund misstrauen sie Beria, denn er hat keine Macht in der Partei. Er ist ein Mann des Geheimdienstes, nicht der Partei. Er macht seine Karriere außerhalb der Partei. Ihm fehlt die Hausmacht. Man mochte in der KPdSU Funktionär sein, so viel man wollte. Über eines war man froh. Die Zeit des Mordes von Parteimitgliedern war mit dem Tode Stalins vorbei. Das wollte man nicht wiederhaben. Deshalb verfolgte man Beria mit größtem Misstrauen. Beria musste handeln. Noch war er der mächtigste Mann der Sowjetunion, formell die Nummer zwei. Und deshalb intensiviert er seine Deutschlandpolitik mit dem Ziel, hier Erfolge zu erzielen, die zur Stärkung der Sowjetunion beitragen würden und folglich seine Machtposition stärken würden. Am 28. Mai 1953 beschließt der Ministerrat der Sowjetunion die Auflösung der sowjetischen Kontrollkommission. Semjonow wird zum Hochkommissar ernannt mit dem Titel eines Botschafters. Er ist von da an die Stimme der Sowjetunion in der DDR. Er hat Macht. Am 5. Juni 1953 tritt Semjonow in dieser Funktion zum ersten Mal vor dem Politbüro der SED auf und stellt ganz klar fest, die Ulbrichtsche Politik ist genau heute beendet. Es wird einen neuen Kurs geben. Und ihr, liebe Politbürofreunde, werdet diesen Kurs beschließen und ihr werdet ihn im neuen Deutschland veröffentlichen. Am 9. Juni wird der Beschluss innerhalb des Politbüros genauso gefällt. Alle Maßnahmen, die gefällt worden waren, im Nachgang der zweiten Parteikonferenz werden zurückgenommen. Die Verfolgung der Kirchen hört auf, es gibt wieder Lebensmittelkarten und so weiter, was ich vorhin aufgezählt habe. Das Einzige, was nicht zurückgenommen wird, ist die grundsätzliche Weichenstellung für die Erhöhung der Arbeitsnormen. Am 28. Mai 1953 beschließt der Ministerrat, dass bis zum 30. Juni 1953 die Arbeitsnormen um mindestens 10% anzuheben seien. Ich sage Ihnen das, weil ich mich darauf noch einmal beziehen werde. Als das Politbüro den neuen Kurs beschlossen hat und ich weiß nicht, ob das für Sie interessant ist, Walter Ulbricht hat in dieser Abstimmung nur noch 3 Stimmen. Seine eigene, die von Erich Honecker und die von Hermann Matern. Alle anderen stimmen gegen ihn. Das wird getragen von der Mehrheit des Politbüros.
Semjonow kommt mit dieser Information zum neuen Deutschland und dort gibt es jemanden, den Sie auch kennen, nämlich Rudolf Hernstadt. Rudolf Hernstadt war wahrscheinlich 1929 Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes geworden, hat die ganze Zeit mehr oder weniger ausgeprägten Kontakt zu Beria gehabt, mit mehreren Einsätzen auch. In den späten 30er und in den 40er Jahren arbeitet er im Staatssicherheitsdienst als Deutschland-Experte, bis er hinwechselt, ich sag mal, er verlegt den Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit hin zum Nationalkomitee für AS Deutschland. Nun ist Rudolf Hernstadt Chefredakteur des Neuen Deutschland, der sagt zu Semjonow: Hör auf damit, das ist viel zu früh, gib uns 14 Tage Zeit. Das werden die Leute da draußen nicht verstehen und wir haben überhaupt keine Gelegenheit, unsere Partei darauf einzustellen. Gib uns 14 Tage Zeit. Semjonow sagt zu ihm: Woher weißt du, dass du in 14 Tagen überhaupt noch einen Staat hast? Das ist harter Tobak gewesen für den Genossen Hernstadt. Semjonow beauftragt ihn, eine Funktionärsgruppe zusammenzustellen, die bereit und in der Lage ist, diesen neuen Kurs zu präsentieren. Er beauftragt ihn, eine politische Plattform zu erarbeiten, um genau die vollkommene Kurswende der SED zu versinnbildlichen. Und Semjonow sagt ihm, er solle sich einen Gehilfen dazu nehmen, nämlich Wilhelm Zeisser. Wilhelm Zeisser ist wiederum auch ein langjähriger Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes. Bereits Anfang der 30er Jahre arbeitet er für die sowjetischen Dienste. Seine Genossen bei der Kommunistischen Partei Deutschlands machen die Augen zu. Sie fragen nicht weiter nach, was er da zu treiben hat. Ich rede gar nicht so sehr über seinen Einsatz im Spanischen Bürgerkrieg. Er wird 1932 Mitglied der KPdSU. Er ist ein Beria-Mann, deshalb sage ich Ihnen das so. Die Rücknahme der Maßnahmen ist beschlossen. Was bleibt, sind die Normenerhöhungen. Die Vorstellungen, ich fasse es zusammen, der Beria-Gruppe sind zusammengefasst in: Das bieten wir dem Westen an. Ein wiedervereinigtes Deutschland, demokratisch, antifaschistisch, friedliebend, außenpolitisch und blockpolitisch neutral. Im Gegenzug verlangen wir Garantien des Westens, dass er sich nicht in unsere Asienpolitik einmischt. Da wollen wir den Rücken frei haben. Das wird erklärlich dadurch, ich habe auch die Schultern am Anfang gehoben, wieso wollen die in Asien freie Hand haben? Diejenigen, die damals mit Beria konspirieren gegen den Rest der Partei, sind überwiegend Georgier. Die interessiert Asien und nicht Europa. Und es ist notwendig, für diese Gruppe in Europa den Rücken frei zu haben und sie hoffen auf gute wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem dann neuen, friedliebenden und so weiter, vielleicht auch wirtschaftlich prosperierenden Deutschland. So heißen die Vorstellungen. Das Problem ist, dass die Normerhöhungen nicht zurückgenommen werden. Man müsste noch viel detaillierter, als ich das jetzt tun werde, der Entwicklung ganz am Anfang folgen, nämlich: Bedenken Sie, zum ersten Mal werden auf der Baustelle am Block 40, Stalinallee, am 11. und 12. Juni Löhne gezahlt, die sich an den neuen Normen orientieren, das heißt durchschnittlich etwa 20% unter dem liegen, was vorher ausgezahlt worden ist. Der 12. Juni war ein Freitag, der 13. Juni war ein Samstag. Witzigerweise unternimmt ein großer Teil der Belegschaft von Block 40 am Samstag, 13. Juni, auf Einladung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes eine Dampferfahrt. Und im Nachgang berichtet ein inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes, von seinem Führungsoffizier gefragt, was denn auf dieser Dampferfahrt los gewesen sei. Er sagt, das alleinige und einzige Thema waren die Normenerhöhungen. Das können wir uns auch ausrechnen und insofern, Frau von Storch, nehme ich dieses Thema von den Frauen nochmal auf.
wenn die Männer nach Hause kommen mit ihren Lohntüten und sagen, Elfriede, das tut mir leid, ich habe nur noch 4/5 von dem in der Tüte, was ich früher drin hatte. Und dann ist die Schar derer zu sehen, die von diesem Geld leben muss. Dann merkt die Familie genau an diesem Wochenende, was die nicht beschlossene Rücknahme der Normenerhöhungen für diese Familien bedeutet. So, und dann kommen die am Montag wieder auf die Baustelle und sagen, wir müssen reden. Ein Parteisekretär am Block 40 übernimmt, heute würde man sagen, die Moderation. Der leitet diese Betriebsversammlung und im Verlaufe dieser Betriebsversammlung beschließt die Belegschaft am 15.06. eine Bittschrift. Das darf Sie nicht überraschen, denn das Arbeitskollektiv des Blocks 40 gilt in Ost-Berlin als das verlässlichste Kollektiv der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Das sind zutiefst parteitreue Arbeiter. Ich sage nicht, dass sie gläubig waren, aber sie hatten sich in ihre Rolle gefunden. Aus unterschiedlichen Quellen heißt es ganz klar, das ist das verlässlichste Parteikollektiv. Man verfasst also eine Bittschrift. Man gratuliert der Parteiführung zu diesem neuen Kurs und begrüßt diese Veränderungen. Man gibt aber zu bedenken, dass es noch Probleme mit den Arbeitsnormen gibt und man bittet, diese Arbeitsnormerhöhungen nun auch noch zurückzunehmen. Das ist das Letzte, was fehlt. Es gibt zwei Arbeiter, die in dieser großen Betriebsversammlung die Hand heben und sagen, Leute, warum seid ihr eigentlich so unterwürfig? Ersetzt das Wort bitten durch Forderungen. Wird von der Mehrheit abgelehnt. Nein, wir wollen auf keinen Fall frech erscheinen. Wir bitten die Parteiführung um etwas. Man will eigentlich sofort los und dieses Papier übergeben an Walter Ulbricht und Otto Grotewohl. Aber der Parteisekretär sagt, stopp. Da müssen wir morgen nochmal drüber reden. Da kommt jemand vom Vorstand der IG Bau und Holz. Mit dem müssen wir vorher noch reden und dann überlegen wir, was wir mit diesem Papier machen. Okay, die Arbeiter sind damit einverstanden. Am 16.06. passiert gar nichts. Die Arbeiter murren, sie sitzen da rum, wo sie eigentlich arbeiten müssten. Und das Einzige, was erscheint, nein, es erscheinen zwei Dinge. Erstens, ein Vertreter der Betriebsgewerkschaftsleitung, der die Schultern zuckt und sagt, ich weiß überhaupt nicht, wo der bleibt. Und was viel schlimmer ist, es erscheint die neue Tribüne an diesem Tag. Die Tribüne nämlich, in der Otto Lehmann, ein Gewerkschaftsfunktionär, die Normerhöhung verteidigt. Das muss erst mehr arbeiten, dann besser leben. So heißt der Slogan. Und da sagen die Arbeiter, okay, denn eben nicht. Sie haben zwei Arbeiter benannt. Die machen sich auf den Weg, um in Richtung Haus der Ministerien zu marschieren. Die folgenden Ereignisse sind bekannt. Die Bauarbeiter haben sich zu entscheiden, bleiben wir weiter hier auf der Baustelle und faulenzen oder machen wir was Unterhaltsames. Man entscheidet sich, wir machen etwas Unterhaltsames, wir marschieren in die Innenstadt. Von den benachbarten Baublöcken marschieren die Belegschaften mit. Am Anfang sind es vielleicht 200-300 Arbeiter, die losmarschieren und sie haben genau ein Transparent. Das ist mit Kreide auf Karton geschrieben und die Losung heißt, nieder mit den Normerhöhungen. Das war's. Nicht mehr. Als die Marschkolonne am Haus der Ministerien ankommt, hat sie mindestens 10.000 Menschen dabei. Das ist eine ganze Menge. Und die Funktionäre im Haus der Ministerien sind irritiert. Was machen wir jetzt plötzlich mit diesem revolutionären Proletariat? Das ist ganz schlecht. Was viele nicht wissen, der Erste, der mit den Arbeitern gesprochen hat, war Robert Havemann. Aber nur ganz kurz, dann hat er sich auch wieder in Sicherheit gebracht. Fritze Selbmann ist wahrscheinlich derjenige, von dem am meisten geredet wird. Der Parteiführung schwant langsam, wo das Problem liegt. Man verspricht den Arbeitern eine ganze Menge. Wir kümmern uns darum und selbstverständlich, das Politbüro fällt einen Beschluss. Da haben sie sich wieder für schlau gehalten, die Genossen. Sie beschließen, die Normerhöhungen in den Betrieben werden sofort zurückgenommen. Der Beschluss des Ministerrats wird aber nur überprüft. So, und da haben sie ihre Arbeiter für blöde gehalten. Die haben nämlich den Braten gerochen.
dass man zwar jetzt nachgibt, aber nichts dem Grundsatz nach ändern will. Und deshalb marschieren diese Arbeiter los und sagen, okay, dann habt ihr es nicht anders gewollt. Morgen treffen wir uns am Strausberger Platz und dann ist Revolution. So in der Art. Es werden allgemein politische Forderungen erhoben, die sind schon gesagt worden, von der Einheit Deutschlands, freie Wahlen und natürlich, das ist mein Lieblingsspruch, Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille. Das kennt jeder und jeder von Ihnen kann es mitsprechen. Es folgt der 17. Juni. Der 17. Juni, wie wir ihn kennen, das ist tatsächlich ein kopfloser Aufstand, der in der gesamten DDR stattfindet. Das ist tatsächlich im besten Sinne eine revolutionäre Bewegung von unten. Sie ist freiheitlich und sie ist von denen getragen, die eigentlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Das passiert nicht so häufig. Das ist eine höchst, und insofern, ich verstehe das durchaus, die Empörung darüber, dass der 17. Juni aus dem Gedenktagekalender der Bundesrepublik Deutschland verschwunden ist. Es ist ja fast symbolhaft, dass der Tag, der erinnert an einen Volksaufstand für die Freiheit, ersetzt wird durch einen Tag, an dem ein Verwaltungsakt vollzogen wurde. Okay. Was ich Ihnen sagen will, ist, der 17., der 16. oder 17. Juni, das ist eine schwierige Geschichte. Da haben die Sowjets die Finger drin. Der 17. Juni, das meint natürlich auch die Tage davor, ist in dieser Art nicht denkbar ohne den sowjetischen Einfluss. Und auch der Verlauf ist nicht denkbar ohne den Einfluss der sowjetischen Funktionäre. Weil ich Herrn Trefzer versprochen habe, mich kurz zu fassen, ich zitiere Ihnen noch ein wirklich interessantes Dokument. Es ist ein Treffbericht der Organisation Gehlen, die über eine Quelle verfügt, das ist ein hoher sowjetischer Angestellter in der Verwaltung des sowjetischen Vermögens in Deutschland. Und der berichtet vermutlich in den Steno-Block dem Mitarbeiter der Organisation Gehlen, er habe Gespräche bei Semjonow mitgehört. Und aus diesen Gesprächen weiß er, diese Quelle, dass der Streik der 80 Bauarbeiter in der Stalinallee von sowjetischer Seite inszeniert worden ist, um den Abtritt der DDR-Regierung vorzubereiten. Das ist übrigens auch der Kenntnisstand der Organisation Gehlen. Der Streik an der Stalinallee ist eine Provokation. Man weiß nicht von wem, aber die Hinweise sind so deutlich, dass man sie nicht mehr übersehen kann. Nicht der 17. Juni, der Aufstand. Das ist eine andere Geschichte. Aber vorher gibt es daran Interessierte, die mithilfe von Arbeiterprotesten Ulbricht und seine Leute zusätzlich delegitimieren wollten. Und ich erlaube mir einen zweiten Hinweis. Ich habe das dabei, wenn das jemand von Ihnen sehen möchte. Es gibt ein Protokoll von einer Politbürositzung vom 16.06. 16.06. Da waren die Arbeiter noch nicht wirklich losmarschiert an der Stalinallee. Walter Ulbricht führt auf dieser Sitzung nicht das Wort, sondern andere. Wichtigster Beschluss, es wird keine Feierlichkeiten zum Geburtstage Walter Ulbrichts geben und im Protokoll heißt es, für den Folgetag, 17. Juni, seien Termine freizuhalten für den Empfang von Arbeiterdelegationen. Genau, habe ich mir auch gedacht. Aha, da hat jemand vorher gewusst, was hinterher eigentlich passieren sollte. So, aber was ich Ihnen weiter vorlesen will, ist, wörtlich ist in einem solchen Gespräch, also Semjonow, etwa gesagt worden, die Regierung soll abtreten, das Volk soll bestimmen. Und weiter sagt Semjonow, wir konnten nicht ahnen, und das ist für mich zum Motto geworden, wir konnten nicht ahnen, dass die Sache solche Ausmaße annimmt, das deutsche Volk ist revolutionärer, als wir dachten.
Da habe ich mir gedacht, das ist mein Schlusswort. Ich habe ihn jetzt überrascht. Ich hatte ihm vorgestern angekündigt, dass ich viel länger reden würde. Er war jetzt ganz froh. Aber es gibt bestimmt eine ganze Menge Fragen. Herr Dr. Schwer, glaube ich, geht mit dem Mikrofon rum. Da war die erste, Frau von Storch, wäre dann die zweite Frage. Wo haben wir die erste? Ich bin die erste. Durch nicht, okay. Ja, vielen Dank, Herr Hartmann, mein Name. Würden Sie eigentlich, also meine Mutter war damals in Bitterfeld als Krankenschwester, MTA und so weiter, die erzählte auch nur viel zu wenig, sie ist leider gerade gestorben, wie die Arbeiter in Bitterfeld rausgingen und wanderten. Mein Vater fing gerade zu studieren in Berlin 1953 und ich sollte Ihnen auch noch mehr Fragen dazu stellen. Würden Sie einschätzen, insofern jetzt mal ein bisschen weitergefasst, dass man aufgrund dieser Einschätzung in Moskau 1955 die Wiedervereinigung in Neutralität wirklich wahrhaftig angeboten hat, dass man eine Österreich-Lösung hätte bekommen können in Deutschland, wenn eben nicht natürlich die Amerikaner und auch Adenauer das nicht gewollt hätten. Man feierte Adenauer für die Rückkehr der Kriegsgefangenen, aber ich sage mir immer, man hätte ihn feiern können für die Wiedervereinigung zu erreichen. Damals hätte das schaffen können. Wie schätzen Sie das ein, 1955? Das ist schwierig mit dem Einschätzen. Ob wir die Wiedervereinigung damals hätten bekommen können, vermag ich nicht zu beurteilen. Und ich weiß auch nicht, ob wir sie hätten haben wollen unter diesen Vorzeichen. Das hätte man wahrscheinlich damals diskutieren müssen. Aber ich glaube, man ist gut beraten, einerseits die unterschiedlichen Kräfte in der KPdSU zu bedenken. Die einen, die Deutschland zerschlagen wollen in Kleinstaaten, die Stahnow-Leute. Und die anderen, die lange, lange vorher darauf gesetzt haben, ein einheitliches Deutschland. Ich gebe gerne zu, dass ich mich intensiver mit den Beria-Leuten beschäftigt habe. Die sagen, wenn wir Deutschland teilen, bekommen wir einen deutschen Nationalismus, der sich gewaschen hat. Und wenn wir Pech haben, gehen Teile von Deutschland dann in ein feindliches Bündnis. Wir sind viel, viel besser bedient mit einem neutralen Deutschland, das quasi verpflichtet ist, uns freundlich gesonnen zu sein. Und Sie müssen zeitliche Kontinuität betrachten. Die anderen, die Krach wollten, die waren für die Berlin-Blockade. Und die haben dicke Backen gemacht und jetzt haben sie abgesperrt und die Wege dürfen nicht mehr. Und die Westalliierten, die Amerikaner allen voran, haben ihnen gezeigt, wo der Hammer hängt. Dass sie nämlich in der Lage sind, so etwas auszusitzen. Das ist für die Berliner eine besondere Situation gewesen, die weit hinausging über die Hilfe der Amerikaner. Das ist Selbstbehauptung allererster Güte gewesen. Wir werden nicht vor den Sowjets einknicken. Ganz bestimmt nicht und nie und never. Das ist eine Niederlage Stalins allererster Güte gewesen. Und nun stand er vor dem Scherbenhaufen, vor dem deutschlandpolitischen Scherbenhaufen. Und aus diesem Scherbenhaufen erwächst Stalins Deutschlandnote, die ganz vorsichtig sagt, man könnte eigentlich, ne, ein neutralisiertes und so weiter, Deutschland schickte sich an, NATO-Mitglied zu werden. Verstehen Sie? Also anfangs natürlich dann europäische Verteidigungsgemeinde. Alles klar, wir verstehen uns. Das muss bedacht werden. Das muss bedacht werden. Es gibt in dieser Zeit Initiativen von Winston Churchill, der irgendwie von dieser Pattsituation in Europa, die kräftezehrend ist, auch die Nase voll hat und sagt, wir müssen neu aufeinander zugehen und in Form eines Gipfeltreffens dieses Problem lösen. Es wäre nicht völlig ausgeschlossen gewesen, eine Lösung für Deutschland, nein, sowas mögen die sich vorgestellt haben, eine Lösung für Deutschland ähnlich der österreichischen, etwas in der Art. Aber wie gesagt, das hätten meine Vorfahren damals miteinander diskutieren müssen, ob sie das wollen, ob sie Stalin im Kreml oder eben seinen Nachfolgern so weit trauen, dass sie
nun wirklich auf Gedeih und Verderb der Sowjetunion ausgeliefert sind und ihren Versprechungen. Das wage ich zu bezweifeln. Okay? Vielen Dank, Herr Dr. Kappelt, hat er sich gemeldet. Frau von Storch hat zurückgezogen. Ja, Herr Dresemann, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich kann Ihnen bestätigen, ich bin im Vorfeld des 17. Juni geboren und meine Eltern waren selbstständig in der DDR und ihnen sind die Lebensmittelkarten entzogen worden damals. Also bei meiner Geburt kriegten meine Eltern keine Milch, keine Butter, mussten sich, wie Sie formulierten, auf anderen Wegen das besorgen. 3 Jahre später haben sie die DDR verlassen. Und später habe ich in meiner Stasi-Akte dann festgestellt, da stand dann drin, ich hätte bereits die DDR illegal im Kleinkindalter verlassen. Mit meinen beiden Brüdern und meinen Eltern. Also Republikflucht im Kleinkindalter. Ja, also das mal. Und ich bin Ihnen auch noch im Nachhinein auch sehr dankbar. Nicht nur meinen Eltern, dass sie das gemacht haben, sondern jetzt auch Ihnen, Herr Dresemann, dass ich mein Hauptwerk, Braunbuch DDR, Nazis in der DDR, in Ihrem Museum vorstellen durfte. Ja, jetzt komme ich zur Frage. Ganz neu war bei Ihren Ausführungen der Aspekt, dass, die DDR, die Regierung beseitigt werden sollte. Und im Prinzip, bisher habe ich das andersrum gehört von anderen, die gesagt haben, es war ein amerikanischer Putsch. Aber warum, wenn das so ist, wie die Aktenlage jetzt zitiert ist, warum haben sie dann die Panzer geschickt? Das würde mich jetzt nochmal vertieft interessieren. Semjonow hat in den entscheidenden Stunden am 17. Juni in Karlshorst gesessen und wusste nicht, was er tun soll. Denn es war ihm vollkommen klar, wenn er die Rote Armee von der Kette lässt, endet der neue Kurs. Ist vorbei. Das glaubt Ihnen keiner mehr, wenn Sie diesen neuen Kurs mit Panzern durchsetzen müssen. Es ist auch nicht Semjonow, der über den Einsatz des Militärs entscheidet, sondern es entscheidet Marschall Gretschko, der Oberkommandierende der sowjetischen Truppen in der sowjetischen Besatzungszone. Gretschko war noch nicht lange in der DDR und Gretschko hatte bereits in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 34 Divisionen in Alarmbereitschaft versetzt. Also wer von Ihnen von Militär Ahnung hat, weiß, worüber wir reden bei 34 Divisionen. Der hatte zurückgegriffen auch auf sowjetische Verbände, die in Polen und Tschechoslowakei stationiert waren. Der hat sich vorbereitet. Und am Ende hat Gretschko die Entscheidung gefällt. Am Hochkommissar vorbei, mit der Begründung, durch das Verhalten der Demonstranten werde die Sicherheit seiner Soldaten gefährdet. Und dann marschieren die. Und damit ist das Ding durch. Also mit den Panzern. Dann, die Macht lag auf der Straße. Ulbricht war im Prinzip weg vom Fenster. Aber der Aufstand führt am Ende dazu, dass Ulbricht in die Macht zurückkehrt. Mit voller Unterstützung aus Moskau. Und noch bis 1970/71 Staats- und Parteichef spielen darf in der DDR. Das ist so. Das ist vielleicht auch das Gute, dass man vorher nicht weiß, was, wie Helmut Kohl gesagt hat, hinten dabei rauskommt. Denn sonst wäre man ja nur zaghaft. Also insofern, das würde ich das sagen, entwertet den Aufstand vom 17. Juni überhaupt nicht, dass er indirekt wenigstens zur Festigung der Ulbrichtmacht geführt hat. Und er hat andererseits durchaus positive Wellen ausgelöst. Beria und seine Leute werden in den Tagen nach dem 17. Juni in der Sowjetunion oder eben in Karlshorst, weil die ja häufig in Karlshorst waren, um hier vor Ort Berias Politik durchzusetzen, werden verhaftet. Beria wird bei einer Politbürositzung verhaftet, wobei witzigerweise keine Quelle wirklich sicher sagen kann, ob er am 18.
oder am 26. Juni verhaftet worden ist. Genauso wie keine Quelle sagen kann, wann ist er denn nun eigentlich hingerichtet worden. Seine Handlanger, das weiß man, die sind ordentlich verurteilt worden am 23. Dezember 1953 und sind hingerichtet worden, erschossen worden. Aber ob das auch auf Berea zutrifft oder wie andere behaupten, dass er vielleicht sogar schon direkt nach seiner Verhaftung erschossen worden ist. Es gibt eine Aussage von einem hohen Militär, ich kann es jetzt nur so sagen, ich muss gucken, ich habe die Unterlagen dabei, der bestätigt im Jahre 2002, glaube ich, dass ein Kamerad, wiederum auch ein hoher sowjetischer Militär, die Exekution von Beria eigenhändig vollzogen habe, und zwar am 23. Dezember 1953. Mit dem 17. Juni stürzt Beria und es gruppieren sich die Kräfte in der KPDSU neu. Und Chruschtschow wird am Ende Nachfolger Stalins. Das verändert alles. Ne? Also insofern. Ja, das ist eine bittere Pointe, dass der Aufstand Ulbricht in die Karten gespielt hat. Herr Eisenhardt, bitte. Ja, danke schön. Meine Frage geht auch etwas auf diesen breiten zeitlichen Horizont, den Sie angeschnitten haben. Also Sie haben ja schon relativ weit vorne angefangen. Also meine Frage ist, von wo würden Sie den 17. Juni definieren, wo man sagen kann, er fängt an? Ich weiß, das ist schwierig. Und wo hört er auf? Ich will auch darauf hinaus, dass ja dann tausende Leute zusammengefercht in den Magerviehhallen dort in Marzahn-Lichtenberg waren und viele in die Sowjetunion verbracht wurden und dort auch etliche das nicht überlebt haben. Also das wird öfter, man redet über die Erschossenen am 17. Juni und gedenkt derer, aber dieses Schwänzchen, was ja auch sehr viele betroffen hat, fällt mir immer ein bisschen hinten runter. Also nochmal so, was würden Sie als zeitlichen Anfangs- und Enddatum, was erwähnenswert ist aus Ihrer Sicht, definieren? Danke. Ich habe den Bogen hin zur zweiten Parteikonferenz der SED gezogen, weil es mir lieb war, in diesem Zusammenhang auch die direkten Ursachen des Unmuts, der die Voraussetzung der Proteste gewesen ist, zu schildern. Man kann natürlich der Auffassung sein, dass es schlau ist, Ursache und Wirkung in eine Erzählung zu packen. Es ist hier vielleicht insofern auch richtig, das war zusätzlich meine Motivation, die sowjetischen Interessen in dieser Entwicklung zu schildern. Also nicht zu sagen, das beginnt am 16. Juni, die Arbeiter lesen die Tribüne, Normenerhöhungen werden nicht zurückgenommen, daraufhin marschiert der Block 40 los und von da an beginnt der Aufstand. Und am nächsten Tag, 17. Juni, ist er DDR-weit. So, und dann ist er abends im Prinzip vorbei, denn bereits um die Mittagszeit, das differiert ja von den Städten, wird der Ausnahmezustand verhängt und es ist Ruhe im Karton. Damit endet er. Sagt man zwei Tage, das war's. 16. morgens die Betriebsversammlung Block 40 beginnt und andererseits sagen wir 17. Juni 24 Uhr, der Aufstand ist beendet, das sowjetische Militär beherrscht die Straßen. So, dass es danach ja auch noch viele, viele Wochen später noch kleine Streiks und Protestversammlungen gegeben hat, ist gar keine Frage, aber der Aufstand ist am Abend des 17. Juni vorbei. So, könnte man so machen. Aber mir ist das zu wenig, weil es mich immer interessiert, wie kommt es zu etwas, welche Tendenzen werden wirksam. Und Sie haben das gemerkt, ich hab auch Unterlagen der Organisation Gehlen angeguckt in diesem Zusammenhang. Da legen Sie manchmal die Ohren an, wie da die Informationslage ist. Die sind relativ gut informiert. Es ist manches Überraschende dabei. So, also ich kann Ihnen das nur empfehlen. Ist zum Teil veröffentlicht, zum Teil steht es online. So. Dankeschön. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ich darf Ihnen unseren nächsten hochgeschätzten Referenten ankündigen, Herrn Karl Wolfgang Holzapfel. Und ich freue mich außerordentlich, Herr Holzapfel, dass Sie sich erneut bereit erklärt haben, uns hier heute bei unserer Veranstaltung zur Verfügung zu stehen.
Viele von Ihnen kennen Sie bereits von unserer letzten Konferenz aus Anlass des 60. Jahrestages des Mauerfalls. Deswegen mag es für den einen oder anderen vielleicht jetzt so sein, dass ich Eulen nach Athen trage, wenn ich sie noch mal kurz vorstelle, aber ich möchte das trotzdem machen. Sie haben Ihr Leben, kann man so sagen, dem gewaltlosen Kampf gegen die Mauer und ihren Folgen gewidmet. Kein zweiter hat, glaube ich, wie Sie von 1961 bis 1989 immer wieder die Mauer attackiert, ist gegen die Mauer angelaufen. Wir alle denken noch an Ihre spektakuläre Aktion am 13. August 1989 am Checkpoint Charlie, als Sie sich auf der Demarkationslinie dort vor den Augen der Weltöffentlichkeit hinlegten und die Weltöffentlichkeit beobachten konnten, wie Amerikaner und Sowjets über das weitere Vorgehen an der Stelle dann uneinig waren. Sie wurden 1965 bei einer ihrer zahlreichen Aktionen in den Ostteil der Stadt verschleppt und dort zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt, bevor sie dann Ende 66, circa 1,5 Jahre, glaube ich, später, vom Westen freigekauft wurden. Und sie verbrachten in dieser Haftzeit 9 Monate in Einzelhaft in Hohenschönhausen. Heute sind Sie bei uns in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender der Vereinigung 17. Juni e.V., der Sie seit 1962 angehören. Sie blicken auf eine langjährige Tätigkeit hier auch als Vorstandsmitglied zurück. Sie gehörten dem Vorstand erstmals 1965 an, dann seit 1990 als stellvertretender Vorsitzender und schließlich seit 2002 als Vorsitzender der Vereinigung 17. Juni e.V. Am kommenden Freitag werden Sie Ihre Funktion in neue Hände übergeben, wenn ich es richtig sehe. Und ich freue mich außerordentlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns heute aus Ihrem breiten Erfahrungsschatz zum 17. Juni zu berichten. Danke, Frau Dr. Brinker, für die herzliche und freundliche Einladung. Und sehr verehrte Gäste, ich möchte einen Mann noch mal extra begrüßen hier, den lieben Freund Grätz, der ein Enkel eines Juni-Aufstandsteilnehmers war und der sich darum auch, wie viele Nachkommen auch, dem 17. Juni verpflichtet fühlt. Herrn Driesemann, dem Vorredner, danke ich für die doch exzellente Ausführung der Zusammenhänge, speziell am 17. Juni. Und ich habe das vorausschauend schon ein bisschen geahnt und habe auch darum, um Ihnen eine mögliche Langeweile zu ersparen, darauf verzichtet, jetzt auch auf historische Vorgänge des 17. Juni speziell im Osten einzugehen, sondern mehr die tragische Westseite zu beleuchten. Zunächst ein Hinweis: Der allseits geschätzte deutsche Historiker Michael Wolfson, geboren am 17. Mai 1947 in Tel Aviv, der von 1981 bis 2012 Neuere Geschichte an der Bundeswehrhochschule in München lehrte, stellte in seinem Vortrag in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, ich glaube, das war zum 60. Jahrestag, die Frage: Der 17. Juni 1953, historisches Fanal oder Fußnote des Kalten Krieges? Als ich mich spontan auf Nachfrage für den Titel dieses heutigen Vortrages entschied, war mir dieser Zusammenhang nicht geläufig. Erst bei der Erarbeitung des Vortrages fiel mir dieser Titelklau auf. Aber es ist wohl nicht schändlich mehr, eine so eindrucksvolle Frage auch 10 Jahre später noch einmal zu stellen. So wie ich Herrn Wolfson im persönlichen Gespräch kennengelernt habe, wäre er der Letzte, der sich darüber mokieren würde. So viel zur Klarstellung, um mögliche Missverständnisse auszuräumen. Die Thematik ist ja nicht alt. Sie ist nur nicht erwünscht. Ein Kollege Wolfsons, der Historiker Edgar Wolfrum, Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Heidelberg und zwischen 91 und 94 Referatsleiter für die Geschichte bei der Volkswagen Stiftung in Hannover,
Jahrgang 1960, also nicht verdächtig, überlebender Zeitgenosse einer dunklen, braunen Vergangenheit zu sein, was heute im Kontext nicht nur zu der hier aufgeworfenen Frage durchaus anmerkenswert ist. Wolfram also regt in einem Beitrag zum 50. Jahrestag, also am 14.06.2003, die Einbettung des 17. Juni 1953 in einen europäischen Kontext an. Den Kontext des Kampfes der Völker Europas um Freiheit und Selbstbestimmung. Und Wolfram stellt die Frage, lässt sich der Volksaufstand europäisieren? Meine Antwort, verehrte Anwesende, auf diese Frage, der Aufstand vom 17. Juni 1953 lässt sich nicht europäisieren. Er ist von europäischer Bedeutung. Der 17. Juni 1953 und die in seiner Aura folgenden Aufstände im Sommer 1956 in Posen, im Oktober 1956 in Ungarn, hier seien die unvergessenen Helden Paul Maleta und Imre Nagy ausdrücklich erwähnt, 1968 in der CSSR, verbunden unvergessen mit dem Namen Alexander Dubček und später die erfolgreichen Proteste der Solidarność unter ihrem Anführer Lech Wałęsa. In Polen haben Europa grundlegend und positiv verändert. Die Mauer fiel am 9. November 1989, der Kalte Krieg wurde beendet. Europa wandte sich einer wirklichen Zukunft und einer wirklichen Zeitenwende zu. Auch der gegenwärtige Krieg um und in der Ukraine ändert nichts an dieser historisch begründeten Feststellung. Wir stehen nicht in einem unseligen Krieg gegen Russland, sondern in einem Kampf gegen die gefährlichen Allüren, das ist meine Meinung, eines offenbar rückwärts gewandten Despoten, der seine politische Schulung und Denkweisen in den Katakomben des Geheimdienstes verinnerlicht hat und diese Haltung jetzt missbraucht, um sein großes Land in seine schändlichen Ambitionen ohne Rücksicht auf die friedliche Gesinnung seines Volkes einzubinden. Wir sollten ihn gerade im Rückblick auf die erwähnten friedlichen Veränderungen in Europa nicht auch noch unterstützen, indem wir permanent von einem Krieg gegen Russland sprechen. Nein, wir führen einen Krieg gegen eine putinsche Clique, die diese Aggression zum Schaden der friedliebenden Bevölkerung seines Landes führt. Natürlich hat Putin ein Interesse an unserer bisherigen Definition. Welche Bevölkerung schart sich nicht um ihren Führer, wenn von außen der Krieg gegen das eigene Land proklamiert wird? Ist es nicht vaterländische Pflicht, eigene Bedenken zurückzustellen und sich zur Verteidigung des eigenen Landes hinter der politischen Führung zu vereinen? Anders eine neue Argumentation. Wir führen keinen Krieg gegen Russland, sondern wir unterstützen die Verteidigung der Ukraine gegen einen völkerrechtswidrigen Aggressor, dem sogar die Rücksicht auf die Intentionen der eigenen Bevölkerung abhanden gekommen ist. Eine solche zugegebenermaßen verbale Politik würde die, wie wir wissen, durchaus vorhandenen oppositionellen Kräfte unterstützen, weil diese nicht indirekt in ein Dilemma gegen ihr eigenes Land gestürzt, sondern ermutigt werden sollen, gegen die eigene Führung zu wirken. Ich bitte Sie um Verständnis für einen kurzen Ausflug in die Aktualität, weil wir das heutige Europa nicht von den einstigen Träumen von Freiheit und Frieden nach zwei blutigen Auseinandersetzungen, die das letzte Jahrhundert geprägt haben, in der einst sowjetisch besetzten Zone, in Polen, in Ungarn und der CSSR ignorieren können, nicht ignorieren dürfen. Ich erspare mir Einzelheiten zu den dramatischen Vorgängen vor, während und nach dem Aufstand. Ich setze zumindest hier in diesem Kreis,
erst recht nach dem vorhergehenden Vortrag, die vielfältigen Kenntnisse voraus. Es geht ja hier um die Frage, historisches Fanal oder Fußnote des Kalten Krieges. Dem Kenner historischen Geschehens und deren politischen Abläufen verwundert die Einordnung des aufständischen Geschehens durch die seinerzeitige SED-Führung wahrlich nicht. Es handelte sich um einen neofaschistischen Putsch, der von Altnazis in der BRD mit Unterstützung amerikanischer Geheimdienste inszeniert worden war, um die antifaschistischen sozialistischen Kräfte zu bekämpfen und zu isolieren und so dadurch die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges gegen die Nazi-Diktatur durch den großen Sieg des Sozialismus und der Antifaschisten umzukehren. Wenn ich hier eine SED-Führung anführe, dann aus dem Grund, weil es nie eine später auch bei uns in der alten BRD behauptete DDR-Führung gab. Eine Staatsführung setzt eine autonome Stellung voraus, die hier bis zum Ende der DDR nie existiert hat. Die SED-Führung umgab sich zwar mit den Insignien eines autonomen Staates, war aber wie seinerzeit mehr oder weniger alle sogenannten Ostblockstaaten den anweisenden Beschlüssen und der Kontrolle der autonomen UdSSR unterstellt. Haben wir je diese Tatsachen gesehen, diese zum Ausgangspunkt unserer politischen Tätigkeiten gemacht? Hier dürfen Zweifel vorgetragen werden. Zunächst ist der Umstand nicht zu leugnen, dass es ein ehemaliger Kommunist und linker Sozialdemokrat war, nicht etwa was einleuchtend gewesen wäre, ein CDU-Politiker, der den 17. Juni 1953 in Form eines Gedenk- und Feiertages in der Historie verankern wollte, nämlich Herbert Wehner. Zitat: Der 17. Juni ist der deutsche Nationalfeiertag. So argumentierte Herbert Wehner und brachte dies als Antrag seiner Fraktion im Bundestag in Bonn vor. Seine historische Begründung: Wir alle schulden den Arbeitern der sowjetisch besetzten Zone und Ostberlin Dank dafür, dass sie es uns sogar mit viel Blut bestätigt haben, dass wir ein Mandat haben, die Besatzungsmächte zu drängen, jede sich bietende Chance zur Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit zu nutzen. Ob sich heutige SPD-Politiker noch an diese Diktion ihres einstigen Frontmannes erinnern wollen? In diesem Zusammenhang ist auch heute noch bemerkenswert, dass sich das nach dem Aufstand in Westberlin konstituierte Komitee 17. Juni zunächst bei den Jungsozialisten der SPD aufgehoben fühlte, also Neofaschisten. Erst als die 17er, als die sich einstige in den Westen geflüchtete Teilnehmer und Zeitzeugen verstanden, bemerkten, dass sie von den Jungsozialisten bis hin zur Briefkontrolle überwacht wurden, wandte sich das Komitee ab und fand zunächst Unterschlupf beim Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB, in West-Berlin, dessen Landesvorsitzender Ernst Czarnowski als einziger Westpolitiker während des Generalstreiks in der SPZ zu offenen Solidaritätsbekundungen wie begleitende Streiks im Westen aufgerufen hatte. Czarnowski, der im März 1985 politisch vereinsamt in West-Berlin starb, war kein Situationsbekenner, der wie viele seiner Kollegen im Abgeordnetenhaus und später im Bundestag die jeweiligen Überzeugungen einem jeweils aktuellen Mainstream anpasste. Seine Standhaftigkeit wurde auch in seiner bis zum Tod andauernden Mitgliedschaft in der Vereinigung deutlich.
Im Komitee und später in der unter dem jetzigen Namen Vereinigung 17. Juni 1953 am 3. Oktober, wirklich, ist kein Witz, 1957 als Verein ins Register eingetragenen Organisation. Ernst Schanowski, bereits 1918 der SPD beigetreten, war nach der Warnung durch einen Kommunisten vor einer bevorstehenden Verhaftung 1948 in den Westen, also nach West-Berlin, geflüchtet. Er hatte Inhaftierungen sowohl unter den Nationalsozialisten wie den Sowjets hinter sich, wusste also, mit wem er es jeweils zu tun hatte. Im Mai 1948 wurde er Mitbegründer der unabhängigen Gewerkschaftsopposition UGO und wurde von 48 bis 60 als Vorsitzender des späteren DGB jeweils in Berlin gewählt. Seine klare Haltung zum Aufstand wurde ihm, diesem aufrechten Menschen, allerdings zum Verhängnis. Der Gewerkschafter wurde durch spätere Intrigen aus seiner Funktion gedrängt. Wollte heute einer ernsthaft behaupten, Schanowski hätte einem Neonazi-Verein seine Stimme gegeben? Das klingt absurd, ist aber inzwischen verschiedentlich sogar in demokratischen Organisationen durchaus Usus, also Praxis geworden. Wie heißt ein inzwischen geflügeltes Bibelwort? An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. 1. Johannes 2, 1 bis 6. Nach dem Aufstand überschlugen sich die Bekenntnisse dazu. Ein Staatsbegräbnis mit vorhergehender, beeindruckender Trauerfeier, mit den aufgebahrten Särgen von Opfern des 17. Juni vor dem Schöneberger Rathaus, die folgende feierliche Beisetzung der sterblichen Überreste im eigens geschaffenen Ehrenfeld auf dem Friedhof Seestraße im Berliner Bezirk Wedding, die folgenden jährlichen Gedenktage am 17. Juni und Großkundgebungen vor dem Schöneberger Rathaus. Einstige Aufständische durften sogar Ehrenformationen für den Bundeskanzler Konrad Adenauer stellen. Nach dem Mauerbau von 1961 erlebte der 17. Juni als Gedenktag des Aufstandes gegen den Kommunismus eine kurzzeitige Wiederbelebung. Hier könnte allenfalls kurzzeitig die Zuordnung zum Kalten Krieg erfolgen. Allerdings nur im Hinblick auf diese durch den Mauerbau ausgelöste Wiederbelebung des Gedenktages. Es ist also die schmähliche Handhabe des einst feierlich eingesetzten Gedenktages zum jeweiligen Propagandazug im Kalten Krieg, als der Vorgang, der Aufstand von 1953 selbst. Die Zuordnung dieser Vernachlässigung eines wichtigen Gedenktages an ein großes historisches Ereignis wurde sehr bald politisch missbraucht und dem jeweiligen aktuellen politischen Gegner in die Verantwortungsschuhe geschoben. So kann ich mich an die Kritik erinnern, die besonders aus Unionskreisen kam, als die erste linksliberale Koalition unter Willy Brandt den 17. Juni aus vordergründigen politischen Gründen nicht mehr begehen wollte. Die üblichen Kundgebungen wurden unter Vorgabe eines mangelnden Interesses seitens der Bevölkerung eingestellt. Eine Zeit lang wurde dieser Umstand kritisch auch der neuen Politik des Wandels durch Annäherung von Brandt vorgeworfen. Tatsächlich aber können wir heute zum 70. Jahrestag im Rückblick feststellen, ausnahmslos alle politischen Parteien, die sich heute DDR-affin als demokratische Parteien bezeichnen, waren im Grunde gegen die Herausstellung des inzwischen ungeliebten Gedenktages. Sogar Konrad Adenauer hatte bereits 1960 seinen Urlaub demonstrativ erst am 18. Juni beendet. So blieb ihm die offenbare Ungelegenheit eines Auftritts zum 17. Juni erspart. Tatsächlich ist dieser nachzuordnende Teil der Aufstandsgeschichte kein Ruhmesblatt
für Deutschland. Aber woran lag das? Welche Begründungen ließen sich dafür finden? Bereits 4 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer, also 1965, schrieb Rudolf Augstein, Zitat, der Feiertag des 17. Juni, der Tag der deutschen Einheit, sei die Lebenslüge der Bundesrepublik. Auf den ersten Blick mag es aus heutiger Sicht so scheinen. Wie wäre es sonst zu erklären, dass unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung von 1990 der Feiertag des 17. Juni abgeschafft wurde? Edgar Wolfram fragte 2013 zu Recht, gehört diese ost-westlich vereinbarte Abschaffung, gehört dieser sang- und klanglose Untergang eines Symbols nicht zu den seltsamsten Begleiterscheinungen der Wiedervereinigung? Und ich frage gestern und heute permanent und immer wieder, die Schaffung eines Gedenktages nach Aktenlage, wie sich dies am 3. Oktober widerspiegelte, ist diese eine angemessene historische Antwort auf unsere jüngste Geschichte? Wir hatten ja bereits gehört, welche politische und auch propagandistische Zuweisung der Aufstand in der tatsächlichen SBZ erfuhr. Ein neofaschistischer Aufstand in dem einzigen antifaschistischen Staat auf deutschem Boden. Interessant dabei ist, dass mit den einsetzenden Linksorientierungen in der politischen Landschaft der alten Bundesrepublik sich auch die Koordinaten der Bewertung des Aufstandes und zugleich der positiven Bewertung der immer vorbehaltloser so bezeichneten DDR verschoben haben. Ich denke hier besonders an die berüchtigten 60er Jahre, als sich selbstherrlich gebende außerparlamentarische Opposition APO daran ging, diese Koordinaten des freien Deutschland zu verschieben. Dutschkes Deklamation des Marsches durch die Institutionen ist bis heute nicht ernsthaft aufgearbeitet worden. Das ist auch nicht zu erwarten, weil die Protagonisten des Straßenkampfes von einst inzwischen die Machtetagen der Republik besetzt haben, unterstützt von einstigen Demokraten aus der nunmehrig offiziell so bezeichneten DDR. Beide Gruppierungen sind von deren Abschaffung total überrascht worden, denn sie wollten ursprünglich ja nur die DDR verschlimmbessern, aber nicht abschaffen. Dass diese neudeutschen Machteliten keinerlei Interesse daran haben, die DDR-Affinität bestimmter Persönlichkeiten und die daraus sich ergebenden nachteiligen Folgen für unsere freiheitliche Grundordnung zu untersuchen, ist zwangslogisch. So können wir heute konstatieren, dass viele politische Sprechinjurien bei uns Einzug in den allgemeinen Sprachduktus gefunden haben, ohne dass dies jemals hinterfragt wurde oder wird. Schon seit vielen Jahren werden Kritiker zunehmend und DDR-affin als Neonazis oder verkappte Faschisten diffamiert. Dass diese noch nicht im strafrechtlichen Sinn offen verfolgt werden, ist wohl, so befürchte ich, möglicherweise eine Frage der Zeit. Denn, und das ist bereits immer häufiger zu hören, der Staat muss wehrhaft sein. Einstieg in eine neue DDR? Der Spiegel, um hier das Medium nochmal anzuführen, berichtete in einem Beitrag 2015 über die Anfänge des Gedenktages. Hören Sie gut zu, wie man schon damals versucht hat, von einer linken Denkweise den Tag anders zu figurieren. So habe beispielsweise die FDP über ihr, ich zitiere, Propagandareferat, das tatsächlich so hieß, Lautsprecherwagen durch die Städte Ostwestfalens gejagt. Auf hunderten Plakaten rief die Partei die Bürger auf, am Abend des 17. Juni 1954 zum Hermannsdenkmal bei Detmold zu kommen. Und weiter? Sonderbusse wurden bereitgestellt, Fackelträger mobilisiert.
Die FDP ließ den Germanenhelden Hermann noch einmal für sich in die Schlacht ziehen. Gegen die DDR. Der Spiegel weiter. Die stramm nationalistische Inszenierung 2015 mag heute verstörend wirken. Ein Ausrutscher war sie nicht. Genau ein Jahr später sagte Thomas Dehler an selber Stelle gar: Wir haben uns unserer Geschichte nicht zu schämen. Es ist nicht wahr, dass es deutsche Schuld ist, die über die Welt gekommen ist. Ende des Zitats. Wenn das so vorher im Neuen Deutschland dem Zentralorgan der SED gestanden hätte, wäre diese Spiegelformulierung sicherlich nicht als Plagiat zu bezeichnen gewesen. Allerdings resümierte der Spiegel schon 2015, heute fast vergessen, gab es schon Jahrzehnte vor der Wiedervereinigung einen solchen Feiertag. Aber Anlass zur Freude und Versöhnung bot der 17. Juni allerdings nicht. Er war eher ein Tag der Zwietracht. Dies war aber mehr Ausfluss einer grundsätzlichen Ablehnung dieses Tages durch linksorientierte Journalisten auch in Hamburg. Denn als konstruktive Kritik im Sinne einer positiven Einordnung des 17. Juni vorgetragen. Der Spiegel gab hier nur offen wieder, was inzwischen zum Grunddenken der demokratischen Parteien geworden war. So war und ist es kein Widerspruch, wenn sich die Haltung gegenüber diesem historischen Ereignis in breitester Form in eine negative Grundhaltung auf allen Ebenen der Politik und der ihr untergeordneten Verwaltungen verändert hat. Dafür gibt es inzwischen unzählige traurige Beispiele. Ich will mich hier auf wenige beschränken. Als ich in den 90er Jahren den damaligen Protokollchef des BMI, Bundesministerium des Innern, auf dem Friedhof Seestraße fragte, warum denn nie ein noch lebender Teilnehmer oder auch Zeitzeuge am 53er Aufstand auf der Gedenkfeier der Bundesregierung und des Berliner Senats sprechen durfte, antwortete mir dieser nach einigem Augenrollen: Herr Holzapfel, vielleicht liegt es ja daran, dass wir nicht wissen, was der sagen würde. Vielleicht auch heute der Grund, warum Mitarbeiter der Aufarbeitungsindustrie, der Stiftung Aufarbeitung, am nächsten Freitag im Bundestag, aus Biografien vortragen dürfen oder im Abgeordnetenhaus einen Tag zuvor ähnliche Texte vortragen werden, aber kein einziger Zeitzeuge oder gar noch lebender Teilnehmer vom 17. Juni 1953 das Wort ergreifen darf. Am Alter kann es wohl nicht liegen, wenn man an die eindrucksvollen und bewegenden Beiträge hochbetagter ehemaliger Insassen von Nazi-KZs vor dem Plenum des Deutschen Bundestages denkt. So erstreckt sich die systematische Abschaltung des Gedenkens immer breiter in die vielfältigen Schichten unserer Gesellschaft. In den Schulen ist der Aufstand längst kein intensives Thema mehr. Der Besuch einer Gedenkstätte, wie zum Beispiel in Berlin-Zehlendorf, durch Schulklassen, wie noch zu meiner Zeit in den 50er Jahren üblich, ist längst passé. Ja, die einzige originäre Gedenkstätte in Deutschland gegenüber einem sowjetischen Panzer durch die Errichtung eines Holzkreuzes von Aufständischen und Berlinern zuvor durch Bezirke getragen dort errichtet wurde. Diese originäre Gedenkstätte ist sogar nur noch wenigen Zehlendorfer Bürgern bekannt. Der Bund hatte sich bereits ab 2001, allerdings mit unserer seinerzeitigen Zustimmung, von den Kranzniederlegungen an dieser Gedenkstätte verabschiedet, weil man diese nunmehr vor dem neu geschaffenen Bodendenkmal, vor dem einstigen Haus der Ministerien, zelebrieren wollte. Wir haben damals die verhängnisvolle Bedeutung unserer Zustimmung nicht erkannt, weil wir es nach dem Fall der Mauer für richtig hielten, mit den Kranzniederlegungen an die Orte des Geschehens zu gehen.
Heute, zum 70. Jahrestag, müssen wir konstatieren, dass das einzige originäre Denkmal in Deutschland an den Volksaufstand von 1953, ich habe hier auch Bilder mitgebracht, die können Sie gerne nachher ansehen, von 1953 nahezu vergessen ist. Dementsprechend verlaufen unsere Kämpfe um eine Verbesserung dieses Zustandes buchstäblich im Sande. Dabei werden die Zuständigkeiten immer wieder verschoben. Das Bezirksamt verweist auf das Land Berlin, das Land Berlin verweist auf den Bund und der Bund verweist wieder zurück auf das Land Berlin und das wieder auf den Bezirk. Ich möchte Sie hier nicht mit Details langweilen, ob es hier um die Beseitigung von Wildwuchs, die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Holzkreuzes, um Hinweisschilder zu diesem Gedenkort, die zugängliche Machung für Besucher. Der Gedenkort ist nur unter Gefahren erreichbar, weil jeweils der Mittelstreifen nur über viel befahrene Autospuren erreichbar ist. Sämtliche Vorschläge, bis auf diese Kleinigkeiten, sind immer im Wust der Bürokratie hängen geblieben oder auch im Nichtwollen. Als Resümee können wir heute feststellen, der 17. Juni wurde wohl gezielt in die Ereignisecke des Kalten Krieges gestellt, weil es den Verantwortlichen nicht in das Konzept einer Renaturierung der sozialistischen Errungenschaften und des gelebten Antifaschismus der DDR passt. Dieses Ereignis soll möglichst schnell in der Erinnerungskultur versenkt werden. Es reicht offenbar, alle 10 Jahre etwas lauter zu werden, um Erinnerungsansprüchen noch lebender Zeitzeugen, wenn auch selbst quälend, zu entsprechen. Wir sind ja demokratisch. Der fahrlässige Umgang mit der Historie, mit den Möglichkeiten, die dieses Ereignis uns heute noch bietet oder böte, ist ein eigentlicher historischer und auch politischer Skandal. Kein Land dieser Erde fußt in seiner Erinnerungskultur auf den negativen Ereignissen früherer Epochen. Jedes Land beruft sich auf glanzvolle Ereignisse seiner Geschichte. Und das ist richtig so, denn es sichert diesen Völkern und Ländern das historische Überleben, trotz tragischer oder sogar verbrecherischer Taten. Der berühmte Blick nach vorn generiert jeweils die notwendigen Kräfte, die ein Volk, die ein Staat benötigt, um Zukunft gestalten zu können. Das, verehrte Anwesende, hat keineswegs mit einer etwaig geforderten Verdrängung oder gar Ausschaltung notwendiger Erinnerungsarbeit an Verbrechen der Vergangenheit zu tun. Aber wir brauchen die Einordnung von Geschichte in unser Lebensbild. Wir können zum Beispiel Auschwitz nicht ungeschehen machen. Aber sind wir, ist unsere Generation oder nachfolgende Generation dafür verantwortlich zu machen? Wir müssen uns erinnern, damit wir denkbar schlimmste Wiederholungen vermeiden. Ja, aber verantwortlich? Nachdem wir historisch 12 Jahre geschehenen schweren Unrechtes historisch überwunden haben, müssen wir endlich mit den historischen Fragestellungen beginnen. Zum Beispiel, warum wurde ein Hitler-System in unserem Staat möglich? Wurde nicht die Weimarer Republik unter dem Druck des Versailler Vertrages zermürbt? Hat nicht diese verhängnisvolle Entwicklung erst den Aufstieg der Nationalsozialisten ermöglicht? Hat das Münchner Abkommen von 1938 tatsächlich erst den Krieg ermöglicht, weil dieses Abkommen Hitler den Weg zu seinen Weltmachtsträumen geebnet haben soll? War nicht vielmehr der Hitler-Stalin-Pakt der eigentliche Auslöser des furchtbaren Zweiten Weltkrieges? War die Haltung nicht nur Churchills richtig, der den Emissären der Verschwörung vom 20. Juli 1944 im Vorfeld mitzuteilen, die britische Krone bekämpft nicht Herrn Hitler, sie bekämpft das Deutsche Reich.
Liegen wir richtig, wenn wir heute artikulieren, wir bekämpfen Russland, statt den Kampf gegen Putin zu postulieren? Hätten wir nicht allen Grund, nach dem vergeblichen Attentat auf Hitler, der 20. Juli hatte eine Führung ohne Volk, der 17. Juni hatte ein Volk ohne Führung, auch dies historisch bewertende Tragödien, nach dem Fiasko des verlorenen Krieges einen neuen Stolz zu entwickeln, den uns der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 vermittelt hat, vermitteln könnte? Haben wir nicht vorzeugbar vor aller Welt demonstriert, dass wir zum Aufstand gegen eine gesetzwidrige Obrigkeit fähig sind? Dass der Ruf, die Deutschen seien generell Untertanen ihrer Obrigkeit, nach oben dienen, nach unten treten, ad absurdum geführt wurde? War dieser Aufstand nicht Vorreiter eines freien Europa, dessen Befreiung von nachkriegsbedingter und teils blutiger Vorherrschaft in seinem Ostteil, der Beseitigung des berüchtigten Eisernen Vorhangs? Gehen wir nicht schändlich mit unserem hier positiven Erbe um? Verspielen wir hier nicht eine gegebene Zukunft? Natürlich ist Geschichte nicht schwarz-weiß. Wir sehen das allein schon an der Tatsache, dass den Deutschen im Westen die Demokratie von den Westalliierten verordnet wurde. Den Ostdeutschen hingegen wurde eine zweite Diktatur verordnet. Aber diese Ostdeutschen haben sich die Freiheit selbst erkämpft. Über den zunächst gescheiterten 17. Juni 1953, über die ermutigenden folgenden Vorgänge in Ungarn, der CSR Polen und nicht zu vergessen der damaligen UdSSR, Gorbatschow, und die folgenden friedlichen Demonstrationen in der DDR, die schlussendlich nicht nur zum Fall der Mauer, sondern zum Fall des Eisernen Vorhangs führten. Die Brüder und Schwestern im Osten Deutschlands mögen uns zu Dank verpflichtet sein für jahrzehntelange Kaffee- und Kuchenpakete. Wir sind Ihnen zu Dank verpflichtet für den mutigen Kampf gegen die zweite deutsche Diktatur. Auch darum, meine Damen und Herren, ist die frühestmögliche Einordnung von Vorgängen in historische Zusammenhänge so wichtig. Geschichte ist kein langweiliges Wörterbuch, um Vokabeln zu verinnerlichen. Geschichte ist ein spannendes Bilderbuch mit dramatischen, schlechten und begeisternden Bildern. Nicht zuletzt darum haben unsere tatsächlichen Brüder und Schwestern in den nunmehrigen Ostländern unserer Republik unseren Dank für ihr Engagement für Freiheit und Einheit verdient. Sie haben durch ihren 40-jährigen Kampfeswillen den Mut antrainiert, auch heute Kritik zu üben. Laut Nein zu sagen, wo es notwendig erscheint, während wir im Westteil uns längst daran gewöhnt haben, Demokratie als eine alle 4 Jahre stattfindende Abstimmungsmöglichkeit zu sehen und ansonsten der Politik mit ein wenig Meckereien hier und da das Feld zu überlassen. Lassen Sie mich mit einem Zitat des bereits genannten Historikers Edgar Wolfrum schließen. Zitat: Der 17. Juni 1953 ist ein Schlüsselereignis für die deutsche Geschichte. Alljährlich hören wir diese Melodie wieder, wenn die Kränze an den Gräbern niedergelegt werden. Ein solches Opfergedenken ehrt eine Gesellschaft. Es erstickt jedoch im deutschen Klein-Klein und immer gleichen Ritual jeden weiterführenden Gedanken. Der 17. Juni wurde viel zu lange auf den nationalen Rahmen begrenzt interpretiert. Ich füge ein und zunehmend durch ein neofaschistisches Putschbild diffamiert. Dabei handelt es sich, so Wolfrum weiter, doch um eine revolutionäre Volksbewegung für Werte, die Europa hochschätzt. Menschenwürde und individuelle Grundrechte. Es ging um systemsprengenden Eigensinn und um Grenzüberschreitungen in einer Diktatur.
Die Akteure und Opfer des 17. Juni können sich retrospektiv und symbolisch mit anderen Aufständischen in europäischen Ländern solidarisieren. Der 17. Juni, nur Fußnote des Kalten Krieges, ein klares Nein. Ein für Deutschland und Europa historisches Fanal, ein klares und uneingeschränktes Ja. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Herr Holzapfel, für diesen ja, ernüchternden Rapport zur Rezeption des 17. Juni und für diese Tour de raison durch die deutsche Geschichte. Wir stehen hier an einer besonderen Gedenkstätte, die erinnert an den Aufstand vom 17. Juni 1953. Bezeichnenderweise liegt dieser Ort auf dem Mittelstreifen zwischen zwei Autobahnzubringern. Dabei ist es ein Datum, das in unserer Geschichte seinesgleichen sucht. Selten hat das Volk sich so eindeutig positioniert wie an diesem 17. Juni 1953. Es war ein Aufstand für die Freiheit, es war ein Aufstand für das Recht und es war ein Aufstand für die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir diesen Tag wieder besser und wieder mehr würdigen. In der alten Bundesrepublik West war dieser Tag noch ein Feiertag und er wurde auch im Schulunterricht viel stärker berücksichtigt, als das heute der Fall ist. Das ist schade, denn der Ersatz, den wir dafür bekommen haben, der Feiertag vom 3. Oktober, ist ein Feiertag nach Aktenlage, ein Tag, den man genommen hat, weil man Skrupel hatte, den 9. November 89, also den Tag des Mauerfalls, zu wählen. Ich meine, wir müssen dem 17. Juni gerechter werden. Dieser Tag verdient es, mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt zu werden. An diesem Tag sind nicht nur in Berlin, sondern an vielen Städten in der ehemaligen DDR die Menschen auf die Straße gegangen, haben die Arbeit niedergelegt, haben protestiert. Es wurden einige Dutzend erschossen. Die Volksarmee und die Polizei der DDR hat es alleine gar nicht vermocht, diesen Aufstand niederzuschlagen. Es mussten die Sowjettruppen und sowjetische Panzer zu Hilfe gerufen werden. Ein Armutszeugnis auch für diese Diktatur. Zehntausende wurden verhaftet, wurden eingesperrt, teilweise zu langen Haftstrafen verurteilt. Und als Reaktion auf diese Ereignisse hat die Führung, der SED-Staat, die Stasi ausgebaut und hat ein unvergleichliches Spitzelsystem über das ganze Land gelegt. Dass es dann 1989 zu einem glücklichen Ende gekommen ist, hat auch etwas zu tun mit einer veränderten Ausgangsvoraussetzung. Nämlich im Unterschied zum 17. Juni 1953 waren die Sowjets, in diesem Fall Gorbatschow, nicht mehr bereit, militärisch dem Regime zur Seite zu stehen. Und als das deutlich geworden ist, hat auch die DDR-Führung der Mut verlassen und am 9. November 1989 blieben Gott sei Dank die Polizeitruppen und die Soldaten in den Kasernen und wir haben die friedliche Revolution erlebt, an die wir uns heute gemeinsam in ganz Deutschland so gerne erinnern. Der 17. Juni 1953, der Volksaufstand in der früheren DDR und der 9. November 1989, diese beiden Daten gehören zusammen und es ist an der Zeit, dass wir sie wieder in das öffentliche Bewusstsein rücken und besser und mehr würdigen, als das bisher der Fall war. Meine Damen und Herren, wir wollen jetzt die Ergebnisse dieser Konferenz noch einmal aktualisieren, auch die Kontroversen aufgreifen und auch natürlich über die Bedeutung des 17. Juni für unsere Zeit sprechen. Ich hätte jetzt Götz Fremming gesagt, ganz herzlichen Dank für diesen Einspieler und für diese Aktualisierung. Götz Fremming musste leider absagen für den heutigen Tag aufgrund eines privat unaufschiebbaren Termins.
Und ich bin außerordentlich dankbar, dass Marc Jongen für ihn hier auf dem Podium heute eingesprungen ist, hier einspringt. Er hatte sich bereit erklärt, das Grußwort zu halten, das er auch gehalten hat, und ist jetzt auch dabei beim Panel. Herzlichen Dank dafür, Herr Jongen. Neben unseren beiden Referenten, die ich Ihnen bereits vorgestellt habe, begrüße ich in dieser Runde auch unseren altbekannten Fahrensmann, hätte ich beinahe gesagt, Herrn Jörg Kürschner. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind, Herr Dr. Kürschner. Auch Herr Dr. Kürschner ist ausgewiesener Experte in der Aufarbeitung des SED-Unrechts. Er war selbst in Hohenschönhausen inhaftiert, war lange Jahre Mitglied des Beirats der Gedenkstätte Hohenschönhausen und auch Vorsitzender des Fördervereins der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Kürschner ist Journalist und bis heute Stammautor der jungen Freiheit. Herr Jongen, ich fange vielleicht mal bei Ihnen an. 1953 gab es eine riesige Kluft zwischen der Regierung und dem Volk. Die Regierung war durch das Volk nicht legitimiert, sondern hatte sich eine Scheinlegitimation umgehängt. Es gab keine Opposition, es gab keine freie Presse, es gab keine freien Wahlen. Damals ging es der Führung darum, wie sie damals erklärte, die sozialistische Transformation der Gesellschaft durchzusetzen. Und heute ist ja auch oft wieder von Transformation die Rede, von einer sozialökologischen Transformation zwar, aber man könnte schon auf die Idee kommen, dass das sozialökologisch als Chiffre für sozialistisch gelten könnte. Heute gibt es eine Opposition in Form der AfD. Es gibt freie Wahlen, trotzdem bereitet die von den Regierungsparteien betriebene Transformation vielen Menschen Sorge. Gibt es heute wieder eine Kluft zwischen Regierenden und Regierten? Und welche Unterschiede, aber auch welche Parallelen lassen sich ziehen zu 1953? Eine Kluft zwischen Regierenden und Regierten gibt es, glaube ich, in jedem Parteienstaat. Also in jedem Staat, wo sich die Regierenden über ein Parteiensystem vom Volk entfernt haben. Das hat nicht unbedingt nur mit dem Sozialismus und der DDR zu tun. Das kann es auch in anderen, anders konnotierten Systemen oder Regimen geben. Ich glaube aber, dass die Beziehung oder die Parallelen zwischen dem, was wir in der DDR erlebt haben und dem, was wir jetzt wieder sehen, doch auch spezifischer sind und sich genauer noch ziehen lassen. Christian Brinker hat ja am Anfang zu Recht darauf hingewiesen, dass wir nicht die heutige Bundesrepublik mit der DDR geradezu in eins setzen dürfen oder von einer DDR 2.0 sprechen dürfen. Dazu sind die Unterschiede Gott sei Dank doch noch zu groß, zugunsten natürlich von uns Heutigen. Aber wir sehen doch Tendenzen, die bedenklich in eine Richtung gehen, die immer wieder so einen Wiedergängereffekt oder so eine Art gespenstisches Aha-Erlebnis oder Déjà-vu aufkommen lassen. Besonders bei denen, die auch die DDR bereits erlebt haben. Und Sie haben ja schon angesprochen, Transformation, so ein Begriff ist heute wieder ganz groß en vogue. Und nicht nur auf der Ebene unseres Nationalstaats, sondern ja auch der EU und sogar weltweit. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO und vieles andere. Und die EU spiegelt das auf ihrer Ebene und natürlich auf Ebene der Bundesrepublik wird das dann umgesetzt. Und es geht immer um dieses Prinzip des gesellschaftlichen Engineering, des sozusagen des Steuerns der Gesellschaft. Das ist ja auch positiv konnotiert. Wir wollen Gesellschaft gestalten. Man merkt schon gar nicht mehr so richtig, der Bürger, dass da eigentlich was Problematisches drin liegt, wenn die Politik und die Regierung sich anmaßt, die Gesellschaft zu gestalten. Und dann geht das ja auch in einen Bereich hinein, den man fast schon mit den 5-Jahresplänen der sozialistischen Systeme langsam vergleichen kann. Also die freie Marktwirtschaft und die soziale Marktwirtschaft, die uns groß gemacht hat und die uns so lange Zeit bestimmt hat, wird schleichend abgebaut, ich glaube, das kann man so sagen, und mehr kommt eine staatliche Steuerung hinein.
Und dass sich das ganz negativ auch bereits auf unsere Wirtschaft auswirkt, das zeigen ja jetzt die großen Erfolge unter großen Anführungszeichen, die diese Ampelregierung unter geistiger Führung der Grünen ja schon vorzuweisen hat. Je mehr also staatlicherseits reinregiert wird, desto mehr schädigt das die Wirtschaft und verarmt das auf lange Sicht auch den Mittelstand und die Bürger. Ich denke da manchmal so ein Moment von Hendrik Broder, der gesagt hat, Angela Merkel, das war die Rache der DDR an der BRD. Und ich glaube, das kann man ausweiten. Die DDR rächt sich gegenwärtig noch in viel mehr Bereichen, nicht nur durch Angela Merkel an der Bundesrepublik. Sie ist zunächst geschluckt worden, sie ist einverleibt worden. Aber man hat das Gefühl, in dem Verdauungsprozess, der da vonstatten ging, hat die Bundesrepublik so viel DDR-Substanz assimiliert, dass jetzt an allen Ecken und Enden diese ja so allmähliche DDR-isierung stattfindet. Interessanterweise hat bereits vor 7 Jahren der Stern oder ein Autor im Stern, also einem, würden wir sagen, Mainstream-Medium, von der DDR-isierung der Bundesrepublik gesprochen. Heute liest man das jetzt in solchen Medien sowas nicht mehr. Aber nicht deswegen, weil jetzt alles so viel besser geworden wäre, sondern weil es gar nicht mehr zulässig und opportun ist, solche Thesen überhaupt noch zu äußern. Und da sprechen wir von Unterdrückung freier Meinungsäußerungen, Gängelung, Ideologisierung und so weiter und so fort. Also vielleicht mal bis hierhin, aber wie Sie zu Recht sagen, es gibt eine Opposition und die tut alles, um dafür zu sorgen, dass dieser Prozess nicht weiter voranschreitet, sondern im Gegenteil die Freiheit noch ihren Platz hat und verteidigt wird. Vielen Dank. Herr Kirschmann, nehmen wir mal diese DDR-isierung oder jetzt vielleicht auch, was die politische Klasse als Transformation bezeichnet. Heute kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass viele Akademiker, viele Künstler und Intellektuelle Fürsprecher dieser aktuellen Transformation sind. Wie war es denn damals, 1953, bei dem Aufstand im Juni? Wie haben sich damals die Intellektuellen und die Künstler positioniert? Waren die besonders exponiert für den Aufstand oder haben die sich eher dagegen ausgesprochen? Und wenn ja, darum, warum? Also ich bin Jahrgang 51, kann das nur im Nachhinein referieren. Ich möchte aber meinen beiden Vorrednern noch widersprechen. AfD ist die Opposition, aber vergessen haben sie die Service-Opposition CDU-CSU. Die muss man ja auch erwähnen, von der halt viele enttäuscht sind. Aber jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage. Ich sage das deshalb, weil früher ja die Problematiken von DDR-Häftlingen und Opfern sehr von der Union auch aufgegriffen worden sind. Nein, was damals die 50er Jahre, also nach dem 17. Juni anging, das ist ja alles offenkundig und gedruckt, gab es halt sehr, sehr viele Schriftsteller, die überwiegende Mehrheit eigentlich, die sich diesem Narrativ von der Konterrevolution, vom faschistischen Putsch angeschlossen hat. Das war nicht nur Bertolt Brecht, um mal einen relativ Prominenten zu nennen, oder Stefan Hermlin. Das war zum Beispiel auch, und das ist schon fast tragisch, Erich Löst, der ja dann selber wenige Jahre später für viele Jahre im Zuchthaus Bautzen verschwunden ist, verurteilt worden ist, sehr lange gesessen hat. Es hat da also wenig Widerstand, im Gegenteil, es hat sehr viel Ergebenheitsadressen gegeben und im früheren Westteil war es ja so, dass zum Beispiel Egon Bahr, der SPD-Politiker, den jeder kennt, damals als Chefkommentator des RIAS formuliert hat, dass eben dieser Aufstand ja letztlich ein Scheitern der SED sei, dem kann man kaum widersprechen, aber man solle das jetzt nicht noch auf die Spitze treiben. Und dementsprechend hat ja auch, das war ja der amerikanische Sektor, der Kommandant Ewing auch verboten, dass Westberliner Arbeiter ans Mikro durften und da vom Generalstreik sprechen durften. Die hatten ja keinen Zugang zum RIAS. Darf man auch nicht vergessen. Die Schutzmacht wollte das nicht. Ja, das ist interessant. Stichwort RIAS, Herr Holzapfel. Es war ja so, dass der Aufstand keineswegs vom Westen gesteuert wurde, wie die DDR-Propaganda immer wieder behauptet hat.
Aber dennoch war es ja so, dass die Westmedien und insbesondere die RIAS-Sendungen einen großen Einfluss auf das Geschehen hatten. Also die Westberliner lauschten diesen Berichten, weil sie neugierig waren, was im Ostteil der Stadt passiert. Aber auch die Bewohner im Ostteil der Stadt und im ganzen Land in der DDR lauschten dem RIAS, weil ihre eigenen Medien noch nicht darüber berichteten, was passiert war. Welche Rolle spielte aus Ihrer Sicht der Westen bei dem Aufstand und auch welche Rolle spielte der Westen in der Sicht der Aufständischen? Welche Erwartungen hatten Sie an den Westen? Ja, man muss natürlich berücksichtigen, das ist wieder eine Sache der Auseinandersetzung mit Geschichte, dass natürlich auch aus unserer Sicht, damit meine ich jetzt derjenigen, die tatsächlich aktiv teilgenommen haben, weil ich war ja mit vielen befreundet zu ihren Lebzeiten, natürlich der Westen im Grunde genommen, was die machtpolitischen Gegebenheiten anbelangt, die Aufständischen schnöde im Stich gelassen hat. Der Westen hat sich darauf beschränkt, Nachrichten dosiert mit den Einschränkungen, die eben angesprochen worden sind, schon über den Äther zu geben. Aber jeglicher Versuch, irgendeinen Aufruf zum Generalstreik weiterzugeben, irgendwelche Widerstandshandlungen sozusagen aufzugreifen und dazu zu ermuntern, den nachzueifern, wurden auf Anweisung der alliierten Besatzer praktisch unterlassen. Man muss also das auch ganz deutlich sehen, dass der Aufstand wahrscheinlich anders verlaufen wäre, wenn wir die heutige Zeit hätten, weil heute ganz andere Maßstäbe gelten, sich in so einen Prozess einzumischen und da sich herausgefordert zu fühlen als damals. Damals hatten wir zwar schon den Kalten Krieg, aber die Alliierten funktionierten ja noch in ihrer alliierten Kommandozentrale. Sie hatten noch die Möglichkeiten, sowohl die Russen jeweils unbehindert in den Westen reinzureisen, also in die amerikanischen, französischen und englischen Sektoren, während die Amerikaner, Engländer und Franzosen das gleiche Recht hatten, auch jederzeit in den Osten einzufahren. Das heißt, man wollte diesen Status quo nach der Überwindung der Blockade, so sehe ich das, nach den Sachen im Korea, der Koreakrieg war ja auch noch gerade so im Hintergrund, wollte man alles vermeiden, um in einen neuen Konfliktherd reinzukommen. Und insofern, aber nur insofern, muss man natürlich auch die deutsche Politik von damals von gewissen Verantwortlichkeiten freisprechen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt nicht frei in der Gestaltung unserer Politik. Wir waren abhängig von den alliierten Hohen Kommissaren. Viele wissen ja gar nicht zum Beispiel, dass der regierende Bürgermeister noch lang bis in die 60er Jahre hinein allmonatlich den Stadtkommandanten Bericht erstatten musste. Lässt sich ja mit unseren heutigen demokratischen Vorstellungen auch nicht vereinbaren. Aber das war so. Das heißt also, darum ist es ganz wichtig, Geschichte wirklich in allen Zusammenhängen zu erfassen und sich nur immer rauszupicken, was mir gerade so in mein Bild reinpasst und das andere, naja, das lassen wir mal ein bisschen beiseite, spielt hier keine Rolle. Dann manipuliert man Geschichte. Also wir müssen uns schon zu bekennen, dass wir das im Einzelnen auseinandernehmen und auch so bewerten. Dankeschön. Herr Kirschner, Sie wollen direkt darauf reagieren? Ja, was den Westen angeht, war es ja so, ab 1954 war der 17. Juni ein Feiertag, der auch im Bundestag begangen wurde, aber der wurde im Laufe der Jahrzehnte ja herabgestuft. Zunächst war es ein Staatsakt, dann war es eine Zeit lang ein Gedenken im Rahmen einer Arbeitssitzung, so wie es ja jetzt offenbar auch am kommenden Mittwoch wieder geplant ist. Und zwischen 1968 und 1980 wurde der 17. Juni teilweise gar nicht gewürdigt. Und ich kann mir nicht vorstellen,
dass der Einfluss westlicher Mächte so weit gegangen ist, dass der Bundestag da in seiner Souveränität hätte beschnitten werden müssen. Also es war schon auch durch diese Herabstufung und was Sie vorhin sagten, Herr Holzapfel, dass Adenauer, das wusste ich gar nicht, am 18. Juni erst demonstrativ aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Es war dann schon ein bewusstes Herunterdimmen dieses Feiertages, dieses Gedenken von westlichen Politikern. Ich meinte jetzt allerdings nur 1953, also nicht die späteren Jahre. Das hat sich dann allerdings anders entwickelt. Ich habe mich nur bezogen, fragemäßig, auf 1953. Herr Drieselmann, wollten Sie dazu was sagen? Ansonsten hätte ich noch eine andere Frage für Sie. Ich wollte... Wenn Sie mir noch eine andere Frage denn stellen, würde ich eine Anmerkung machen bitte, wollen. Bitte. Ich will die Themen nicht durcheinander bringen. Wir reden darüber, wir reden über das Verhältnis des Westens, wobei schon das auseinandergenommen werden muss, das Verhältnis des Westens zu den Aufständischen in der DDR. Ich sehe kein Problem darin, wenn es der Westen, und man musste wieder darüber reden, was gemeint ist, die Aufständischen dort unterstützt hätte. Das wäre zwar immer noch von der SED interpretiert worden als der Versuch, einen faschistischen Putsch in der DDR zu organisieren und so weiter, aber wen interessiert schon, was die SED sagt? Das heißt, innerhalb Deutschlands sich gegenseitig zu unterstützen in einer solchen Situation, halte ich für das Normalste der Welt. Hinzu kommt nämlich zweitens, dass die Organisation Gehlen sehr wohl verzeichnet, dass massenhaft insbesondere junge Leute aus dem Westteil der Stadt an den Demonstrationen im Ostteil teilnehmen am 17. Juni. Die Organisation Gehlen verzeichnet auch, dass die Ausschreitungen gegen die sowjetischen Panzer, die Feuerlegungen an ich habe vergessen, wie das Haus heißt, was gebrannt hat, der Kolumbushaus, das waren Jugendliche aus dem Westteil der Stadt, sagt die Organisation Gehlen, und ich glaube, Sie wissen, wovon Sie reden. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Also wo soll jetzt das Problem sein, dass dann ein paar junge Leute, die Traute haben, losgehen, um die Leute, mit denen sie in einer Stadt leben, zu unterstützen, ihrem Kampf gegen die Diktatur. Das ist aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Dass die Alliierten in dieser Situation sehr zurückhaltend sind, mag enttäuschend sein für diejenigen, die sich den sowjetischen Panzern gegenüber gesehen haben, aber ich gebe zu bedenken, dass weder die Briten noch die Franzosen noch die Amerikaner ein Interesse daran hatten, die alliierten Vereinbarungen über Deutschland insofern in Frage zu stellen, als man sich plötzlich in die Belange der jeweils anderen Besatzungsmacht einmischt. Denn wenn das Besatzungsrecht gleichermaßen für alle gilt, wer hätte sowjetische Panzer dann daran hindern sollen, die sozialistische Revolution in irgendeiner der beliebigen Westzonen zu unterstützen? Richtig war es aus meiner Sicht, bei allem Schmerzen, den man dabei hat, man muss immer bedenken, Menschenleben sind unwiederbringlich. Und jeder, der stirbt in solchen Auseinandersetzungen, ist einer zu viel. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, welche Preise in Form von Menschenleben sind wir bereit zu bezahlen. Bei aller Wertschätzung für jemanden, der bereit ist, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, werden wir als beobachtende Dritte immer darüber nachdenken müssen, was ist es uns wert? Und wenn ich diesen letzten Satz dazu sagen darf, dass die friedliche Revolution 1989 friedlich blieb, ist zu einem erheblichen Teil der Tatsache zu danken, dass die Bundesregierung im Prinzip einen Deal mit den Funktionären gemacht hat und ihnen Straffreiheit zugesichert hat und ihnen zugesichert hat, dass sie im Besitz ihrer Vermögen bleiben, dann müssen die sich nicht mehr wehren. Wenn ihnen aber eine existenzielle Frage gestellt wird von den Demonstranten, dann wehren die sich und dann wird es ein Bürgerkrieg. Ich glaube, dass es klug ist, weil es Leben schützt, hier unter Umständen sogar Deals mit den Mächtigen zu machen, sofern nur das Ziel nicht aus dem Auge verloren wird. Ja.
Also ich glaube, es ist klar, dass die Nähe zu West-Berlin ein entscheidender Faktor war und auch eine Rolle gespielt hat. Die Aufständischen wogten ja hin und her am Potsdamer Platz und auch auf der Oberbaumbrücke. Und die Arbeiter aus Henningsdorf sind durch Reinickendorf nach Mitte gezogen. Die Arbeiter von mir aus Köpenick sind durch Neukölln nach Mitte gezogen. Insofern war das natürlich ein Faktor. Ich wollte nochmal auf Ihre Gedankenspiele, kontrafaktische Geschichte zu sprechen kommen, weil mich das einfach fasziniert. Sie hatten ja auch angedeutet, dass der Aufstand ein Stück weit Ulbricht gerettet hatte. Es gab ja diese komische Geschichte auch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Nuschke, der an der Oberbaumbrücke für 2 Tage sogar im Westen verschwunden war, wo es sich auch Spekulationen entzündet haben. Welche Rolle hat der gespielt? In welcher Art und Weise haben die Westmächte auf den eingewirkt? Vielleicht daher nochmal die Frage, hat der Aufstand auch vielleicht kontrafaktisch gedacht, paradoxerweise nicht doch auch das Gegenteil bewirkt, was er eigentlich erreichen wollte, nämlich die Vertiefung der deutschen Einheit und letzten Endes den Aufbau der DDR, so wie wir ihn dann kannten. Es gibt ja Historiker, die sprechen von dem eigentlichen Gründungstag der DDR im Jahre 1953, weil vieles hat dann erst danach Gestalt angenommen, so wie es sich dann bis in die 80er Jahre verfestigt hat. Also wie würden Sie das einschätzen? Wie liegen da die Fäden? Was wäre wahrscheinlich gewesen? Vielleicht nochmal in Anknüpfung an Ihren Vortrag. Das Spiel, was wäre, wenn, das spiele ich im Normalfall nicht. Das ist ja Fantasie. Was wäre passiert, wenn die Außerirdischen uns gerettet hätten? Verstehen Sie? Also, was wäre, wenn, wird überhaupt nicht zu diskutieren sein, sondern wir stellen fest, was passiert ist. Man kann Entwicklungslinien feststellen, die gezogen worden sind, die auch über den 17. Juni hinaus unter Umständen Entwicklungen vorgezeichnet haben. Wahrscheinlich ist es richtig, Ulbricht wird gerettet dadurch, denn er hat wieder die uneingeschränkte, insbesondere militärische, aber eben auch politische Unterstützung der sowjetischen Besatzungsmacht. Ich bitte hier zu bedenken, dass in einer Politbürositzung im Juli nur eine Stimme für Walter Ulbricht abgegeben worden ist. Alles andere war gegen ihn. Das war auch seine Macht in der Partei war längst nicht gefestigt. Der Aufstand hat ihn gerettet, ohne Zweifel. Und ich stimme Ihnen zu, wahrscheinlich ist der 17. Juni, wie soll ich das sagen, an dem Tag hat sich die SED ehrlich machen müssen. Es gab kein Verschwiemeln mehr, sondern sie zeigte ihr Gesicht. Sie hätten es gern wieder verborgen hinter sozialistischen Phantastereien, aber an diesem Tag wurde offenbar, was die Basis der Herrschaft Ulbrichts und seiner Genossen ist, nämlich die brutale militärische Macht. Punktum und Ende der Durchsage. Und manchmal ist das ja auch schon ein Fortschritt, nämlich festzustellen, wie die Machtverhältnisse tatsächlich sind. Und eigentlich ist es ja überraschend in dem Zusammenhang, dass es nicht zu gewalttätigeren Aktionen auch der Demonstranten gekommen ist. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass 1953 keine friedliche Revolution war. Aber man muss doch feststellen, dass wirklich der überwiegende Anteil der Proteste, die erfolgt sind, auch friedlich vollzogen wurden. Es wurden ja auch Waffenkammern gesichert, aber diese Waffen wurden nicht genutzt, um sie gegen die Staatsmacht zu wenden. Deswegen kann man eigentlich auch von 1953 als eine Form der friedlichen Revolution, wenn auch gescheiterten Revolution, sprechen. Herr Jung, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, Sie hatten ja den Bogen auch gezogen von 1953 zu den großen Daten der deutschen Freiheitsgeschichte. Sie haben das Wartburgfest und das Hambacher Fest erwähnt. Es drängt sich natürlich der Vergleich auf zu der ebenfalls letztlich gescheiterten Revolution 1848-49 und natürlich auch Freiheitsforderungen, aber auch Forderungen nach nationaler Einheit im Vordergrund standen. Natürlich gibt es da Unterschiede. Die Phase in der Revolution damals war viel länger. Es gab ein Parlament in der Paulskirche. Welche Gemeinsamkeiten, welche Verbindungslinien sehen Sie von 1848, 49 zu 1953? Ja, ich glaube, das ist eine große und wichtige Verbindungslinie, die sich da zeigt in der deutschen Geschichte. Wir müssen natürlich noch 89, den 9. November und was die Wochen, die vorangingen, mit hinzunehmen. Die man vielleicht unter das Motto stellen könnte der deutschen Nationalhymne, Einigkeit und Recht und Freiheit.
Also das sind eigentlich diese drei Werte, wenn man so will, für die in allen drei Revolutionen oder Aufständen, Bewegungen gekämpft worden ist und wofür sich die Menschen da eingesetzt haben. Und auch wenn die Unterschiede natürlich, Sie sprechen das an, sehr, sehr groß sind, der 17. Juni war im Wesentlichen ein Tag mit einer kurzen Vorgeschichte. Am Abend war das schon alles wieder beendet und niedergeschlagen, während 48 ja noch den Vormärz vor sich hatte und eigentlich sich über Jahre hinzog und natürlich von viel größerer Euphorie auch getragen war und von einer viel stärkeren Bewegung, wirklich das ganze Land ergreifend, und deswegen schon noch in dem Vergleich jetzt noch das wichtigere Datum ist, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz hat das doch in der jüngeren Geschichte, der 17. Juni, eine doch starke symbolische Kraft entfalten können, auch als Tag der deutschen Einheit lange Zeit. Und ich stelle mir vor, man denkt ja so manchmal darüber nach, was würde man machen, wenn man an der Regierung ist und wie würde man die Erinnerungspolitik vielleicht etwas anders gestalten, dass man genau diesen Strang 48, 53, 89, dass man das herausnimmt und wirklich auch und dann auch unter das Motto Einigkeit und Recht und Freiheit stellt, als die großen sozusagen wichtigen Aspekte und Werte für den deutschen Staat, in der deutschen Geschichte. Und da könnte man dann diese große Verbindungslinie in diversen Veranstaltungen wie dieser hier, aber natürlich auch in populäreren Veranstaltungen immer wieder ziehen und das auch in den Schulen lehren sozusagen. Das wäre eigentlich der Hauptfokus, den wir auf die Erinnerungspolitik legen müssten, weil Herr Holzapfel, Sie haben es in Ihrem Vortrag gesagt, kein Volk kann eigentlich auf die Dauer überleben mit einer rein negativ konnotierten Erinnerungskultur. Das geht nicht, sondern das ist eigentlich ein Programm der allmählichen Selbstabschaffung, wenn man es darauf nur fokussiert. Und Sie haben auch sehr richtig betont, dass wir natürlich auch nicht vor den negativen Seiten und vor diesen dunklen Kapiteln die Augen verschließen wollen und dann nicht mehr hinschauen. Aber es kommt eben darauf an, was stellt man in den Vordergrund und worauf legt man sozusagen den Hauptfokus, was kriegen die jungen Leute mit in der Schule, in allgemeinen Gedenktagen und so weiter und so fort. Und das ist dann diese große Linie, glaube ich, die wir zeichnen müssen, ohne das andere, wie gesagt, jetzt völlig auszublenden. Vielen Dank. Was ich immer interessant finde bei der Rezeption auch des 17. Juni, ist immer die unterschiedliche Gemengelage der Gewichtung von Freiheitsbewegung auf der einen Seite und Nationalbewegung auf der anderen Seite. Sie haben das ja auch skizziert, Herr Holzapfel. Die Linke hat das beispielsweise auch sehr national verstanden noch in den 50er Jahren und war an diesem Thema dann eigentlich gar nicht mehr interessiert. Herr Dr. Kirschner, es gab ja auch dieses Nebeneinander von freiheitlichen Forderungen und von nationalen Forderungen. Es gab auch die sozialen Forderungen. Welche Rolle spielten denn die Forderungen nach Freiheit und nach Einheit? War das ein zentrales Element oder kam das irgendwie hinzu dann zu den sozialen Forderungen 1953? Naja, der unumstrittene Historiker, der die DDR ausreichend beleuchtet hat, also Karl Wilhelm Fricke, hat ja seinen Forschungen zufolge klar gesagt, dass da eine Verbindung war, dass es nicht nur um die Rücknahme der Normerhöhung von 10% ging, sondern dass es auch um Freiheit und Einheit ging. Und ich glaube, dass man ihm da sehr vertrauen kann in dieser Einschätzung. Aber vielleicht noch eine Fußnote, was Sie vorhin sagten, dass der 17. Juni 1953 unblutig gewesen ist, mit einer Ausnahme. Es hat einen Fall von Lynchjustiz gegeben in Brandenburg, aber es ist wirklich nur eine Fußnote. Und dass es eben am 17. Juni 1953 auch darum ging, um Einheit, um Freiheit, das ist ja, hat sich ja im Grunde, wenn ich das richtig beurteile, 1989, 90 wiederholt, als eben die Unzufriedenheit über die wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR dann auch kulminierten, insbesondere zunächst in Leipzig. Wir sind nicht nur das Volk, so hieß es ja anfangs, sondern wir sind ein Volk. Und da gab es halt leider nur wenig Politiker, die das überhaupt kapiert haben. Ja, das stimmt.
Herr Holzapfel, mir ist jetzt im Rahmen der Vorbereitung der Konferenz bei der Überlegung zu der Frage, warum der 17. Juni so eine doch relativ geringe Rolle im deutschen Geschichtsbewusstsein spielt, irgendeine Parallele aufgefallen. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten über das Jahr 1923, über die Weimarer Republik. Und man liest in der Literatur über die Weimarer Republik sehr oft, dass die Weimarer Republik immer von ihrem Ende her, also von ihrem Scheitern her betrachtet wird und dass deswegen die Entwicklungen, die es davor gab, oft nicht in ihrem Eigengewicht und mit ihrer vollen Berechtigung dargestellt werden. Ist das nicht auch ein Stück weit so mit der DDR-Geschichte und ist das nicht auch ein Stück weit das Schicksal des 17. Juni, dass die DDR immer von ihrem, ja, letzten Endes doch glücklichen Ende der friedlichen Revolution her erzählt wird und dass dadurch der 17. Juni nicht den Stellenwert erhält, der ihm eigentlich zukommt? Also der Vergleich scheint mir ein bisschen gewagt zwischen Weimarer Republik und DDR. Vom Ende her. Nee, weiß ich, würde ich trotzdem nicht so eingehen. Die DDR ist ein künstliches Konstrukt gewesen, ist sehr schnell auch bei immer stärker werdenden Linksströmungen in einen Status reingeraten, der sie immer näher und immer mehr an den Status der Bundesrepublik Deutschland als selbstständiger Staat herangeführt hat, obwohl, das behaupte ich, das bis 1989 nicht der Fall war, weil man eben zu wenig in der damals, wie ich jetzt wirklich aus eigener Überzeugung sage und Erfahrung sage, in einem sehr freiheitlichen Staatswesen vernachlässigt hat, wie dieses Staatswesen systematisch unterwandert wurde, von wem auch immer, aber eben auf jeden Fall nicht von rechts, sondern von links. Und diese linke Unterwanderung hat dann dazu geführt, dass hier eine vollkommene Verschiebung der Wahrnehmungen stattgefunden hat, dass man also immer mehr schon, und da lässt sich jetzt eine Parallele auch zur Verniedlichung des 17. Juni durchaus finden, dass man also immer weniger von der SBZ gesprochen hat, sondern in die 60er Jahre hinein immer häufiger und nachher sogar in den Springerblättern von der DDR gesprochen hat. Man hat also die Gänsefüßchen bewusst abgeschafft. Springer hätte sich im Grabe umgedreht, wenn er das erlebt hätte, aber der hätte es wahrscheinlich auch noch verhindert. Das heißt also, immerhin 2 Jahre vor dem Mauerbau war selbst der einst widerständige Teil der Presse eingeschwenkt auf diese Situation, hat die DDR als ein Staatswesen akzeptiert. Und insofern ist die Fragestellung der DDR eine völlig andere, als wie sie vielleicht in der Weimarer Zeit hätte stattfinden können. Der 17. Juni ist nicht vergleichbar mit den Unruhen in der Weimarer Zeit, würde ich nicht sagen. Das würde auch jetzt zu weit führen, darauf einzugehen. Aber die Weimarer Republik war zwar ein Ergebnis des verlorenen Ersten Weltkrieges, aber war doch in sich gesehen ein weltmäßig anerkanntes Staatswesen in eigenen Grenzen, nur dass sie nicht fähig war, aufgrund der vorhin schon zitierten Auflagen durch Versailler Vertrag und so weiter, sich selber zu entwickeln, sondern im Grunde genommen dadurch, durch diesen Druck unter die Räder kam, ist eine ganz andere Sache. Aber die kam eben durch Maßnahmen, die von außen beschlossen worden waren, von einstigen Gegnern Deutschlands unter die Räder, während man nicht sagen kann, dass die DDR durch Versagen unter die Räder kam von außen, sondern sie ist innen zerbrochen. Sie war ein künstliches Produkt, was eben einfach nicht standhalten konnte. Ich glaube, da haben wir ein Stück weit aneinander vorbeigeredet. Ich wollte gar keinen historischen Vergleich. Ich las eben nur, dass Historiker der Weimarer Republik sagen, man darf nicht immer die Geschichte beispielsweise von 1923 immer gleich auf die Frage abzielen, ja, warum ist es gescheitert vom Ende her? Und jetzt haben wir eben die friedliche Revolution vor Augen und deswegen war meine Frage in dem Zusammenhang, vielleicht gehen wir auch genau mit dieser Brille an 1953 heran und dadurch verliert eben 1953 seine Eigenberechtigung, wenn wir immer schon von der friedlichen Revolution ausdenken. War nur ein struktureller Vergleich.
Herr Drieselmann, Sie sind ja Experte auch für die Staatssicherheit, deswegen erlaube ich mir da nochmal eine Frage in der Richtung. Also es ist ja der DDR-Propaganda doch wirklich ein Stück weit auch gelungen, diesen Mythos vom antifaschistischen Putschversuch durchzusetzen und von der großen Gefahr eines Dritten Weltkriegs, in der die Welt schwebte, davon war ja die Rede. Aber wenn man dann bei der Stasi hinschaut, war die Stasi selber sehr nervös und hat immer wieder Angst gehabt, dass was passiert. Man hat 1954, ein Jahr später, Berlin abgeriegelt, selbst 2 Jahre später, ohne dass eigentlich Anlass dazu bestanden hätte. Und es gibt dieses interessante Zitat, was ich ja auch in dem Einspieler, in dem Trailer zitiert hatte, wo dann Mielke am 31. August 1989 seine Generäle fragt, gibt es wieder einen 17. Juni? Das heißt, die wussten ganz genau, um was es ging. Und deshalb nochmal meine Frage, welche Rolle hat denn der 17. Juni auch im Selbstverständnis der Staatssicherheit gespielt in all den Jahren bis 1989? Der 17. Juni ist im Selbstverständnis des Ministeriums für Staatssicherheit der schlechteste denkbare Fall. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Dass das Volk auf den Straßen ist und sich ungezügelt der politischen Macht bemächtigt. Das ist das Schlimmste, was einem Stasi-Mitarbeiter passieren kann. Es ist natürlich so, dass dieses Schreckgespenst auch immer gepflegt worden ist in der Traditionsarbeit des Ministeriums für Staatssicherheit. Das war den Mitarbeitern auch immer klar. Das gab, wer in der DDR gelebt hat, der kennt solche, wie soll ich das sagen, solche stehenden Formulierungen aus der Propaganda. Neben dem 17. Juni, der dann natürlich im Sprachgebrauch der SED und eben auch des Ministeriums für Staatssicherheit als der faschistische, konterrevolutionäre Putsch bezeichnet wird, dann gibt es einen Albtraum, der heißt, dass die Bundeswehr mit klingendem Spiel durchs Brandenburger Tor zieht. Da habe ich 1990 dran gedacht, im Spätsommer. Da begegnete mir eine Bundeswehrkolonne mit großen modernen Fahrzeugen unter den Linden. Ich sage, jetzt hat es geklappt. Also, das sind so Albträume, die die hatten. Davon gibt es noch mehr, die aber immer alle nur auf Legenden fußen, die davon leben, dass ihre Formulierung gefährlich klingt. Das sind die Revanchisten. Diese Revanchisten, die glauben sich auf die deutschen Grenzen vom 31. Dezember 1937 beziehen zu müssen. Da hebt jeder die Schultern und sagt, hallo, die Grenzen 31. Dezember 37 sind eine Abmachung der späteren Siegermächte des Zweiten Weltkrieges und nicht die Erfindung von irgendwelchen heimatvertriebenen Oberschlesiern. Und wer Spaß hat, kann ja mal gucken in die Karte A, die Bestandteil des Londoner Protokolls ist. Das ist das schlechteste Szenario gewesen. Dazu war der Staatssicherheitsdienst da, solche Szenarien zu verhindern. Er hat seinen Job ja auch ganz wesentlich erledigt. Wir reden nicht über 1989. Das ist ein eigenes Thema, wie es zu der sogenannten friedlichen Revolution kommt. Ich will vielleicht noch ein ganz klein wenig beitragen zu dem kleinen Diskurs, den es eben gab um die Frage national und freiheitlich. In unserem modernen Verständnis ist Nation und Freiheit kein Widerspruch, sondern der Wille eines Volkes, Nation zu sein, ist der erste Schritt freier Selbstbestimmung. So, Punkt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Das heißt, das, was die DDR-Deutschen da tun am 17. Juni, auch später, 1989, die Feststellung, wir sind ein Volk, wir wollen die Vereinigung dieser beiden Staaten, ist eine freie Äußerung, die eben häufig 1989, viele Jahre vorher, so nicht möglich war. Das Volk äußert seinen Willen. Und vielleicht eine letzte Bemerkung. Ich hab den Vorteil, weil ich am Ende dieser Schlange sitze, kann ich mich mehr mit all den Dingen beschäftigen, die vor mir gesagt worden sind. Wir waren unter den klardenkenden und vor allen Dingen rechtsbewussten niemals in der Gefahr, die DDR für einen Staat zu halten. Sie konnte gar kein Staat sein, weil die völkerrechtliche Situation des im Zweiten Weltkrieg besiegten Deutschland und die Vereinbarungen der Siegermächte keine Staatsgründung hergaben.
Das heißt, alles, was Honecker wollte, die Anerkennung einer DDR-Staatsbürgerschaft, die innerdeutsche Grenze in die Elbmitte und weiß der Geier, dieses ganze Theater, das ist alles vollkommener Unsinn. Das ist vollkommener Unsinn, das ist Propagandadonner gewesen, dass sich trotzdem im Westen Politiker fanden, die diesen Forderungen bereit waren nachzugeben. Das ist der Skandal, weil sie ganz offensichtlich völkerrechtswidrig waren und nur um des lieben Friedens willen mit den roten Genossen im Osten. Und die letzte Bemerkung heißt, vielleicht ist der 17. Juni als Gedenktag im Verlaufe der Jahre marginalisiert worden, weil er, machen wir uns nichts vor, nur, aber wirklich nur ein ostdeutscher oder besser korrekt mitteldeutscher Tag ist. Es ist ein mitteldeutscher Tag. Damit hat man in Lindau am Bodensee genau null zu tun. Und man müsste wirklich sehr viel Geld in politische Bildung investieren, um das jemandem Lindau zu verkaufen, dass der Aufstand in Bitterfeld etwas mit seinem Leben zu tun hat. Ich glaube nicht daran. Naja, es war Feiertag in der Bundesrepublik von 1954 bis 1990, auch in Lindau. Und es ist natürlich die Frage, inwieweit... Das ist ein toller Tag, da konnte man grillen fahren. Es berührt auch die Frage, inwieweit hängen die Schwaben oder die Badener am Bodensee mit den Sachsen und mit den Thüringern und mit den Mecklenburgern zusammen? Das ist eine grundsätzliche Frage des nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls. Die kann man wahrscheinlich auch an der Ostsee oder sonst irgendwo anders stellen. Und ich kann Herrn Jongen verstehen, erinnerungspolitische Überlegungen. Aber in dieser Vorstellung, der ich nachhänge, müssen Gedenktage von unten entstehen. Wenn das Volk nicht das Bedürfnis hat, an diesem besonderen Tag in sich zu gehen, Entschuldigung, dann werden wir das auch aus dem Deutschen Bundestag nicht richten. Wir haben ein ganz anderes Problem. Das Problem besteht nicht darin, dass uns der 17. Juni als Gedenktag verloren gegangen ist, sondern wir haben das Problem, dass uns in den letzten Jahren das Bewusstsein für Freiheit verloren gegangen ist. Vollkommen richtig, ja. Ich glaube, das ist der entscheidende Angelpunkt und ich will auch mal den Bogen noch mal schlagen. Herr Jung, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es dreht sich gerade, was auch in der Wahrnehmung des 17. Juni, aber es kann auch vielleicht daran liegen, dass es der 70. Jahrestag vielleicht ein bisschen anders begangen wird als die Jahre davor, aber ich meine auch beim 65. das nicht so gespürt zu haben, dass wieder Interesse auch für den 17. Juni besteht. Ja, nochmal die Frage auch vielleicht von Erinnerungs- oder von Kulturpolitiker zu Kulturpolitiker, von Erinnerungspolitiker zu Erinnerungspolitiker. Was können wir denn tun, um den 17. Juni wieder stärker im nationalen Bewusstsein zu verankern? Wie können wir den 17. Juni wieder stärker aktualisieren auch für unsere tägliche politische Arbeit? Die Veranstaltung, die wir jetzt gerade machen, ist ja ein Versuch dazu. Aber Ihre Frage zielt in die gleiche Richtung wie vorhin der Einwand vom anderen Ende des Podiums, der vorgetragen wurde, oder nicht Einwand, aber die skeptische Bemerkung, haben Sie ja eigentlich mein eigenes Argument jetzt gegen mich gewandt, dass nicht der Staat die Gesellschaft oder die Politik die Gesellschaft gestalten soll, sondern dass das von unten kommen muss. Insofern haben Sie da völlig recht. Nur ist es ja so, es kommt auch das aus dem Volk, was im Volk bekannt ist beispielsweise. Ja? Und wenn man eben systematisch in den Schulen nicht mehr lehrt, gewisse Dinge, und das einfach in Vergessenheit gerät, dann kann sich das Volk auch gar nicht mehr darauf berufen, auch wenn es es täte, wenn es denn wüsste, worum es geht. Deswegen ist das schon auch eine Frage der Bildung, der Bildungsarbeit, die wir da leisten müssen. So wirklich das Freiheitsgefühl in dem vollen Sinn des Wortes mit Saft und Kraft, das entsteht wahrscheinlich nur bei den Leuten, die um die Freiheit gekämpft haben. Die wissen, was Unfreiheit bedeutet, weil sie unterdrückt worden sind und die dann für die Freiheit aus diesem Gefühl der Unfreiheit heraus aufgestanden sind. Die wissen das. Ne? Und das ist ja immer das Problem der nachfolgenden Generationen, die dann zwar in der freien Gesellschaft leben, es aber nicht mehr wirklich zu schätzen wissen und irgendwo durch Unkenntnis oder durch Faulheit und was immer es zulassen, dass die Freiheit nach und nach entzogen wird. Und wir können jetzt nicht als Politiker sagen oder warten, bis
wieder unterdrückerische Zustände eintreten, damit dieses Gefühl wieder geweckt wird. Wir haben ja eigentlich die Aufgabe, zumindest so verstehen wir das, dafür zu sorgen, dass diese Zustände nicht mehr kommen und dass die Freiheit erhalten wird. Und deswegen brauchen wir diese Krücken, dass das, was nicht selbst erlebt worden ist, zumindest durch Imagination, durch Bildung, durch Lektüren, in der Vorstellung bei den jungen Leuten vor allem auch erzeugt wird, dass sie sich vorstellen können, wie es ist und wie es war, hier in einem unterdrückerischen Systemen zu leben. Und in diesem Sinne müssen wir hier wirken. Und ich sage es nochmal, als Erinnerungspolitiker würden wir natürlich ein ganz anderes Augenmerk und einen Schwerpunkt auf diese Daten legen und da wirklich große Linien auch ziehen und auch schon versuchen, ein anderes Geschichtsbewusstsein in unserem Volk und bei den jungen Leuten vor allem auch zu festigen. Ich finde es richtig, dass an den 17. Juni erinnert wird. Natürlich finde ich das richtig. Und ein Manko ist sicherlich, was Sie in Ihrer Eingangsrede sagten, dass dieses Datum nicht verbunden werden kann mit einer bestimmten Person. Zumindest bisher nicht. Aber auch wenn die AfD in der Opposition ist, sie könnte ja beispielsweise, es wurde ja der Name Paul Othmar genannt, einen Preis nach seinem Namen ausloben. Fällt mir nur gerade ein, oder auch andere Dinge da installieren, damit eben die Erinnerung bleibt. Das wäre sicherlich eine gute Sache und das würde sich ja dann auch fortpflanzen in Schulen und so weiter. Das wäre mal so eine Anregung. Das ist in der Tat eine interessante Anregung, vielleicht eher für die Kollegen auch in Sachsen-Anhalt oder für den Bundestag. Herr Holzapfe, Ihr Resümee. Resümee, ja, einmal vielen Dank, dass so eine Veranstaltung überhaupt stattgefunden hat. Ich stelle fest, dass einige Parteien überhaupt keine Veranstaltung zum 70. Jahrestag machen. Insofern ist das hier eine ermutigende Zukunftsoption, die hier stattgefunden hat. Aber ich möchte noch mal darauf eingehen, auf die Möglichkeiten der Transportation eines so wichtigen Tages. Auch da muss natürlich, was Drieselmann mit Recht sagt, als Überschrift immer der Begriff Freiheit stehen. Wir dürfen nicht in die Versuchung kommen, dass wir den 17. Juni jetzt als Antwort auf die Vernachlässigung praktisch von oben herab, wie auch immer, verordnen und sagen, ihr müsst jetzt an dem 17. Juni der Aufständischen gedenken, sondern der Weg geht eben wirklich ganz mühsam durch Kernearbeit, durch die entsprechende Einbindung wieder in die Schulbildung, durch entsprechende Angebote, die man macht, die freiwillig sind, selbstverständlich. Ich darf nur daran erinnern, ich habe vor vielen Jahren mal einen Politiker angesprochen, warum die Kundgebungen vor dem Schöneberger Rathaus eingestellt worden sind. Ja, da hat die Bevölkerung kein Interesse mehr dran gehabt. Nein, habe ich gesagt, im Gegenteil, wenn die Politik keine Angebote mehr macht, dann schwindet natürlich auch das Interesse. Oder auch ein ganz aktuelles Beispiel. Ich hatte in Vorbereitung des 70. Jahrestages damals noch an die regierende Bürgermeisterin Giffey geschrieben, aber auch an andere Parteien und habe angeregt, mindestens zum 70. Jahrestag wieder die Freiheitsglocke zu läuten im Schöneberger Rathaus als sichtbares Zeichen. Da wachen Menschen ja auch auf und sagen, warum läutet die jetzt? Das heißt, man muss viele, viele Dinge ergreifen, auch symbolischer Art, um das Interesse wieder für so einen Tag zu wecken und vor allen Dingen nicht nur das Interesse, sondern auch die Solidarität, war ja gestern hier so ein großes Beispiel, die Diskussion um Solidarität, wenn sie auch daneben ging. Aber das wäre ein solidarisches Beispiel, dass das geweckt wird dadurch, dass man sagt, Mensch, das lohnt sich, da gehe ich mal hin, da gehe ich zu der Veranstaltung, da besuche ich das mal. Und wenn wir dann eines Tages so weit sind, dass die Präsidentin einer Partei sagen muss, der Festraum reicht da nicht aus. Wir stellen Ihnen allerdings nur sonntags den Plenarsaal zur Verfügung, weil der gerade noch ausreicht, weil so viele Leute da anstehen. Dann sind wir ein gutes Stück weitergekommen. Das ist ein gutes Schlusswort.
Herr Dresemann, Ihr Resümee. Tja, das ist schlecht. Ich profiliere mich hier gerade so ein bisschen als, würde ich das sagen, Revoluzer. Ich glaube, das ist alles zu obrigkeitsstaatlich gedacht. Die Politiker machen irgendwas und wir treffen uns in Parlamenten und darüber vergessen wir vollständig, wer der Souverän dieses Staates ist. Ich weiß, Herr Jongen vergisst das nicht. Ich habe seine Reden gehört. Das ist die Nummer eins. Und insofern hätte ich vorhin auch gern Herrn Holzapfel widersprochen. Ich folge gern dem Bild, dieses deutsche Volk ist eine juristische Person. Und jeder, der dazugehört, ist auch über die Unwägbarkeiten der Zeit Bestandteil dieser Verantwortungsgemeinschaft. Punktum. Und dieses Bewusstsein, diesem Volk zugehören, im Guten wie im Schlechten, ist längst verloren gegangen. Es ist wichtig, denn diese Art des Zusammenhaltes, diese Art der Verlässlichkeit des Nachbarn ist die Voraussetzung für uns dafür, konfliktarm zu leben. Das ist ein biologisches Erfordernis, müssen wir nicht drüber diskutieren. Und da müssten wir eine Sonderkonferenz zumachen. Das heißt, das Anerkenntnis, in der Kontinuität vieler Generationen zu stehen und als Bestandteil dieser Verantwortungsgemeinschaft deutsches Volk, ist es wichtig, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann in einem zweiten oder dritten Schritt darüber nachzudenken, auf welche Weise ich diesen Traditionen, deren Erbe ich bin, körperlichen Ausdruck zu verleihen. Vielleicht fällt der 17. Juni durch, vielleicht wird er aber auch von sehr, sehr vielen als etwas Wichtiges erachtet, sodass es sich niederschlägt. Aber zuallererst müssen wir daran gehen, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir Bestandteil dieser Verantwortungsgemeinschaft sind. Und dann reden wir alle miteinander, wie wir das organisieren wollen. Und ich will Ihnen was Hübsches sagen. Als letzte Weisheit, die gebe ich Ihnen mit nach Hause, können Sie benutzen. Das Volk, der Souverän, kann niemals Verfassungsfeind sein. So. Vielen Dank, auch das ein hervorragendes Schlusswort. Bevor wir jetzt zum emotionalen Schlusspunkt unserer Konferenz kommen, möchte ich den Diskutanten ganz herzlich danken. Ihnen allen vielen ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. So, und wir kommen jetzt zum Schlusspunkt unserer Konferenz. Das ist, wie ich schon angedeutet hatte in meiner Begrüßung, das ist das Gedicht, das Lied der Freiheit von Hoffmann von Fallersleben. Es lebe, was auf Erden nach Freiheit strebt und wirbt, von Freiheit singt und saget, für Freiheit lebt und stirbt. Die Welt mit ihren Freuden ist ohne Freiheit nichts. Die Freiheit ist die Quelle der Tugend und des Lichts. Es kann, was lebt und wedet, in Freiheit nur gedeihen und das Ebenbild des Schöpfers kann nur der Freie sein. Frei will ich sein und singen, so wie der Vogel lebt, der auf Palast und Kerker sein Frühlingslied erhebt. Die Freiheit ist mein Leben und bleibt es immerfort. Mein Sehnen, mein Gedanke, mein Traum, mein Lied und Wort. Thank you.
Es lebe, was auf Erden nach Freiheit strebt und wirbt. Von Freiheit singt und saget, für Freiheit lebt und stirbt. Fluch sing ich allen Zwingherren, Fluch aller Dienstbarkeit. Die Freiheit ist mein Leben und bleibt es alle Zeit. Dieses Glückes, Glück.